Okay, ich guck mal, ob du gleich landest. Ja. Überträgt der Daten. Naja, klar. So. Yep. Dann warten wir noch kurz. Erstmal schön Werbung reingeknallt, dankeschön. Das Datenvolumen. Max, kannst du bitte mal halten kurz? Ja. Kannst auch gerne auf unser Gesicht ziehen. So. Hallo. Hallo. Oh, hallo, ich bin nochmal wieder. Mahlzeit, Freunde, hier ist wieder euer Excel. Doppelpiece. Ja, gleich. Also, musst du schon, bitte. So, wir wissen nicht, wohin müssen wir vielleicht. Pass auf mein Discord an. Ne? Einfach add everyone fertig. Mach ich. Das Thumbnail sieht so aus, als hätte Kai einen schlechten Witz gemacht. Ja, genau, so ist das. Dass jemand umgebracht, ach Quatsch, wenn ich umgebracht wäre, dann würde ich schon längst ja, auf dem Boden liegen. Ja. Macht Sinn, ne? Ich gerade nachgedacht habe, welchen Satz ich jetzt raushaue. So sollte laufen. Ich habe jetzt den Stream in der Preview. Guck mal, deine heißt auch. I Love Trains, guck mal. Ja, nicht schlecht. Ja. Herr Specht. I Love Trains XD. So, wir wissen noch nicht genau, wo wir hin müssen, Leute. Wir sind jetzt hier vor der City Palais Mercator Halle oder wie die heißt. Nein, das ist nicht Mercator Halle. In Duisburg. Die Mercator Halle ist dahin. Ja. Ist nicht ein und dasselbe. Dann lass mal genau zu der Mercator Halle hingehen. Genau. Wäre die Idee. So. Nein, wieso macht der Stream Preview an, der Doofe? So. Weil das kann. Nein, hatte ich keinen Bock drauf. So. Streamt ihr wieder in HD? Wir streamen in HD. Nein, okay. Ich hab keinen. Da sind SPD-Flaggen, ich glaube. Ja. Hier sind wir richtig. Ich glaube, hier sind wir in Anführungsstrichen falsch, aber richtig, weil wir wollen ja was machen. Ja. Ich glaube, das Gebäude, was so im in welcher Kabelsrate streamst du? 3,5. 3,5, ja, gut. Das ist HD, ne? Das Gebäude, was so Max, im der Kameramann. Stil gehalten ist, aber nicht antik ist, das müsste die Mercator-Halle sein. Okay. Max, der Kameramann, wie viel gibt es pro Stunde? Ein Eis habe ich dir ausgegeben, ne? Ein Eis habe ich dir ausgegeben, Max. 450 Euro, ne? Ja, fragen wir mal noch. Ja. So, wir haben keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber wir haben es gleich schon halb und um halb sollst du hinten bei diesem Brunnen quasi hier in Duisburg quasi, weiß ich nicht, Frau Bali wird da sein und genau, Max, geh du mal ins Bild. Wir werden ihr Fragen stellen zu Artikel 13. Wenn das Ganze nicht klappt oder so, werden wir trotzdem die Leute über Artikel 13 aktiv im Stream hier aufklären. Ne? Das oder? Ist gut, das ist ein guter Plan. Ist ein guter Plan und so machen? Ja, Leute. Hier, so Mercator Halle. 1 Cent, ja. 1 Cent wäre ein bisschen wenig, ne? Wir wissen nicht, ob wir hier richtig sind, aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir gleich bei diesem Brunnen da richtig sein werden, wo dann Frau Katharina Balli sein wird. Wow, ich habe schon wieder nur 47% Akku. Krass. Wie 100% einfach so schnell alle gehen? Ja. Tja, wenn du so viel Porn schaust, dann. Ja. Ich hab jetzt. 4K-Porn, wenn ich bitten darf. Ja. Also ich glaub, das ist normal. Also, wenn jetzt keiner im Chat hier Bescheid weiß, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt zu dem Platz. Oh, du Blöder. So. Schön, Max. Man sieht alle außer mich, aber ich lass das mal. So, ihr müsst mich ja nicht sehen, das ist völlig in Ordnung. Ja, das ist. SPD-Poller hier, SPD-Poller, genau. Jetzt machst du Face Reveal. Lel, Face Reveal. In 2019. Ja, guck mal, hier steht schon die Polizei, denen haben wir Bescheid gesagt. Gebt der Bali auf Nüsse, Alter. Acker rein. Ja. Jo. Hä, wo steht denn das? Bei mir steht das gar nicht. Wieso steht denn der Chat bei mir nicht neu? Soll mal, vielleicht hat der. Nein! Lol. Ich hab VIP, tut mir leid. Kai hat VIP, yo. Hat ein Handy verkackt. Yo, hi. Ja. Und ich gehe gerade mal neu auf den Stream. Oh, die Polizei guckt euch an. Und grüß dich, Arka, by the way. Eigentlich hier bestimmt auch nur an die Schrittgeschwindigkeit, weil die Polizei so, hier. So, jetzt geht der Chat wieder bei mir selber. Nice. Allerdings. Ja. Wir schauen mal, wo wir jetzt genau hin müssen. Da. Wann ist Max' nächster Friseurtermin? Kurz vor Ostern. Ja.
Also wahrscheinlich so der... Kurz vor Ostern. Ja, wahrscheinlich so grünen Donnerstag oder so. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier rum und danach könnt ihr mir gerne helfen. Ja. Die Polizei schaut schon so, wegen DSGVO... Der Chat tut einfach so, als ob ihr nicht da wärt, okay? Ja. Wegen DSGVO ist eigentlich Livestreaming in Deutschland, hilft oder... Jens nicht, bitte. Eigentlich ist Livestreaming illegal. IOL-Livestreaming ist eigentlich illegal. An sich ist es nicht illegal, aber es ist schwierig, doch, es legal zu machen. Ja, guck mal, da sind viele Leute vor uns und die fühlen sich belästigt und wollen nicht im Livestream sein. Ja. Und es ist ziemlich kalt und windig heute. Und seid ihr auf Google Maps? Also hier ist die besagte Halle. Wir wissen nicht, ob Frau Barley noch dort drin ist. Alter, dieser Wind! Dieser Wind! Der Wind, das Alte. Was ist denn hier passiert? So, ihr könnt ja mal, guckt mal nach einem WLAN-Punkt, ob hier dieser schöne WLAN-Punkt ist. Also da, wo wir dann sind wir richtig, haben. Dann wissen wir, dass wir richtig sind. Wenn da, wir den. Wir gestartet haben, war viel Wi-Fi. Ja, aber ich meine ja den so, hier. Von der Mercator. City Duisburger Hof. Wenn irgendein verschlüsseltes WLAN hier findest, von verschlüsseltes WLAN. Sandor, Telekom von. Hallo, Frau Barley, sind Sie da? Oh, das halt. Oh. Hall. Nee, Stadtwerke WLAN. Stadtwerk WLAN. Unity Hallo. Media Wi-Fi Hotspot. Nee, also, was, wie sollen da heißen? Ich hab dir das auf WhatsApp geschickt, Kai. Netz aus der Dose. Nein, wie heißt der WLAN-Punkt? Guck doch schon mal in WhatsApp nach eben. Also, wie heißt der? Ja, wie der heißt, das steht da. WhatsApp. Ja, ich hab dir das Bild geschickt. Genau, schon. Ja, das Bild unten. Und scroll mal näher. Mercatorhalle. Ja. Haben wir Mercatorhalle. Gibt's nicht. Ha. Ja, gut. Genau, guck. Weißt du was? Zoom noch mal näher dran an mein WhatsApp. Dann ja, du bist, man sieht doch eh nichts. Außer unsere Voice Messages. Das sieht man schon. Wir streamen in HD. Alter, meine Hände frieren ab. Was ist los? Ohne Scheiß, meine Hände frieren ab. Da denkst du dir so, ja. Was ist los hier? Boah, hier ist nicht viel los. Ah, oh, der Wind und es ist so kalt, Alter. Ich hätte mir Handschuhe mitbringen sollen. Die offiziellen IOL-Handschuhe. Ja, so IOL-Handschuhe, genau. Ich zitter ja richtig. Das ist über 8 Stunden. Casino, komm, wir gehen lieber ins Casino. Casino Duisburg, Alter. Beste Raumbar und Land. Ja, geht mal vor. So, leitet mich mal zu dem Platz, bitte, wo wir hin müssen. Darf ich Internet aus der Dose? Ja, wenn schmeckt. WLAN-Hotspot. Welchen Platz willst du denn jetzt? So dem Brunnen. Ja, dann müsst ihr in die Richtung. Ja, dann lass mal hier über die Straße gehen oder nee, so. Nee, wir müssen nicht auf mal die andere Seite. Ach so, das ist hier auf der Seite. Okay, dann gehen wir zurück. Nee, das war auch eigentlich auf der Straße, wo wir angefangen haben. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Hallöchen, Mike. Hallo, Mike. Mahlzeit, Freunde. Wir haben circa noch Datenvolumen für 3 Stunden Streaming mit dieser Bitrate. Das sollte ja klappen, oder? Das sollte reichen. Also viel länger weiß ich nicht, ob wir da noch... Das stimmt, Ackereien. Das Wetter ist scheiße für April. Ja, ich dachte mir auch so vor 2 Tagen, als es geschneit hat morgens bei mir. Hat es? Ja, hat es. Ah, alles klar. Hat geschneit, ja, das ist so BTF. Nächste Woche... Gibt's ja auch lustige Mülleimer-Sprüche? Nein, leider nicht. Schade. Gestern Nachmittag hat es sogar gehagelt. Kanzlei-WBS, ach nee. Eigentlich schon in Duisburg, aber der wurde wohl da... So, Leute, wir hoffen natürlich, dass wir gleich Frau Barley ein paar Fragen stellen können. Ne, Max? Ja. Also ich werde dir was von Twitch erzählen und ich habe mir schon ein bisschen ein paar Worte im Kopf zurechtgelegt. Bei ich habe jetzt kein Skript oder sowas. Du kommst näher nochmal, Mike. Also oh, aus NRW garantiert dann nicht, ne? Wir gehen einfach weiter an der Straße lang, würde ich sagen. Oder gehen wir links? Das wäre doch geil gewesen, wenn man hier ein paar Stühle hingestellt hätte und da hätte man Frau Barley hier sprechen lassen. Das so ein paar normale Stühle. Hallo Polizei, wieder mal. Die guckt wieder, wieso wir livestreamen. Wir könnten ja was Illegales tun. Ja. Also, lass mal hier wieder lang gehen und dann rechts. Da ist wohl auch jemand von der belgischen Regierung da. Wo man schildert, P1 rechts. Oh, von der belgischen Regierung. Wahrscheinlich. Nähe Bielefeld, okay, ja gut. Ja. Ja. Das ist natürlich geil, ne? Die IPs sind hier, die belgischen. Wieso ist diese Wiese hier so hochgesetzt? Weil die es kann. Und damit da keiner drauf geht. Damit da keiner drauf geht, ja, aber die Tauben denken sich auch nur so. Also die Duisburger haben sich dabei was gedacht, ne? So.
Wenn irgendjemand im Chat Bescheid weiß, wo genau wir jetzt hin müssen, um... dann zwei Häuser weit. Also beziehungsweise, wo ihr, ob das da wirklich genau Schade, ist. Schade, dass wir nicht so einen Live-Standort haben. Ja, ne? Ja. Dann könnten wir uns vielleicht auch mal... Man muss einfach Duisburg Hauptbahnhof auf Google Maps eingeben und dann hier Mercato, oder da sieht man schon direkt die City Palais Mercato Halle da. Also das wird wahrscheinlich die Mercato Halle sein, die da dran knüpft. Und das hier ist der City Palais. Ja. Gleich copyrighted Music, ne? In der Fußgängerzone. Ja, garantiert ist das sowieso nur. Geh mal nach, was? Marxloh. Alles klar. Man muss das in HD streamen. Wer das nicht macht, der kriegt eine Geldstrafe. Wir streamen in HD, also. Ja. Okay, Marxloh ist so ziemlich das schlimmste Asi-Viertel von Deutschland. Okay. Also, und das ist im Norden von Duisburg. Ich glaube, Frau Bali spielt da Musik oder so dahin. Sie spielt da gerade auf ihrer Gitarre. Zeig uns mir mal, dass es in der Nähe zu essen gibt. Ja, rein. Ja, Alter, Starbucks gibt's hier. Oder Fast Food. Da, KFC, Holz. McDonald's. Ja, Fast Food. Ja. Was will man mehr? Ist gar nicht mehr komisch, dass man Eierholz stream, finde ich. Nee, finde ich auch nicht. Hm, hier riecht es gar nicht mal so schlecht. Da, hier haben wir was zu essen. Lecker Würstchen. Immer mehr Bücher, was schreibst du gewesen, was selbst du so der Typ bist. Ich dachte, ich auch gleich eine Bratwurst mit Brötchen vorzuholen. Wäre gar nicht mal so dumm. Ja, Entschuldigung. Ja? Okay, dann fragen wir nächstes Mal. Wir machen ja eigentlich nur Werbung, aber. Jo! Kein Problem. Nächstes Mal bitte fragen, wird gesagt. Aber wieso wollen die gefragt werden, ob wir Werbung für die machen? Vielleicht. Finden wir ihr Geheimrezept, warum die Würstchen bei ihnen so gut schmecken. Genau, wir stoppen die. Die Krabbenburger Geheimformel. Kostenfreies statt Wettbewerb. Ich hätte ja deren Burger, nicht Burger, deren Würstchen Formelblatt leaken können. Ja. Hey, Entschuldigung, nächstes Mal dafür. Nächstes Mal fragen. Ja, wenn man nächstes Mal hier in Duisburg ist, ey, machen dann die denkt die man so, aus. Oh, der Tweezy and Friends, die fahren doch da bei diesem... Bei diesem Stand und da muss man erstmal. Das ist der Stream, warum ich da bin? Ja, keine Ahnung. Wir gingen gerade zu dem Platz. Du hattest gestern schon ein Views. Werbung, noch mehr Werbung. Geil. Okay. Boah, Luftballons, Alter, alles gecopyrighted. Wir verstoßen gerade gegen DSGVO und Artikel 13. Artikel 13 DSGVO, wir verstoßen gerade gegen alles mit diesem IOL-Stream. War so viel los, ey? Wir haben Samstag. Samstagmittag. Der Markt ist ja halt immer Mittwochs und Samstag. Mittag? Wir haben noch nicht mal 12 Uhr, oder? Ja. Wir haben 12 Uhr angefangen. Stimmt, 12 Uhr haben wir angefangen, macht Sinn. Ja. Wir haben noch nicht mal 12 Uhr. Klar. Das ist jetzt noch nicht der. Boah, eine Runde mit dem Kaffee. Hier gibt's wieder Mettwurst. Das ist Konkurrenz hier. Das ist ein bisschen kleiner, der Stand. Aber sieht lecker aus. Auf jeden Fall. Sieht beides lecker aus. Die leckere Bratwurst steht ja dran. Ich habe eine Theorie. Kai ist was? Pennywise. Wer ist Pennywise? Oh, Clown aus sich. Ups. Sparkasse. So. Boah, ist das frisch, meine Hände. Meine Hände frieren literally ab. Du Mates, wie? Du kommst hierher? Ja, wusstest du das? Nee, keine Ahnung. Boah, jetzt so ein Fell ist gar nicht mehr so dumm. Also, kannst ja dazukommen, du Mates. Max, ja, guck mal kurz auf dein Handy. Hat du Mates, nicht, Was geht, du Mates? Tut mir leid. Achso, ja. Was geht, du Mates? Du kannst uns ja snipen. Was? Du Mates? Oh. Du Mates wohnt in Duisburg? Anscheinend. Wie kann man dort freiwillig hingehen? Ja, normalerweise bin ich hier auch nicht gerne. Hier riecht es nach Seife. Kai hat die Seife fallen lassen. Total gut. Boah, hier sind zu viele Leute, die klauen mir mein Vodafone-Netzwerk. Ich will doch Upward keine Konkurrenz machen. Wahrscheinlich gibt es hier ganz viele IOL-Streamer gerade. Die Leute gucken einen trotzdem noch komisch an, aber ist mir scheißegal. Mama, ich bin Fame, Bitch. Hier ist richtig was los. So, ich dachte so, yo. So Sonntagsstimmung, so, yo, da ist da so ein Brunnen und die Bali steht da und dann, yo.
Aber hier geht's ja richtig ab, ey. Das hat reingeschmissen. Da vorne ist der Brunnen, wo wir hinwollen. Ich sehe ihn schon. Da sind wir ja pünktlich. Ach, nix. Alles gut. Alles gut. Hier ist der Platz. Aber ich habe mir jetzt nicht so vorgestellt, dass hier so Stände sind. Und dass hier so voll ist. Aber ist ja egal. Düs. Alles fürs Essen. Domels würde da auch einfach freiwillig hingehen. Was ist denn das? 100 Euro bestellen? Zurzeit kostenlos. Guck mal, da ist sogar Vodafone. Also wenn ich hier kein Netz haben sollte... Wenn ich hier kein Netz haben sollte, kann ich mich im Livestream direkt beschweren gehen. Ja, auch erst 40. Hier ist der besagte Platz. Der Lifesaver. Genau, der Lifesaver-Brunnen. Um 12.30 Uhr soll hier Frau Katharina Barley hinkommen. Die macht ja Europa-Wahlkampf und dann... Ja, guck mal, die Sonne kommt raus. Wie geil ist das denn? Ich soll dich was fragen. Was sollst du mich fragen? Ob ich Mike deine Telefonnummer geben darf. Im Chat, genau. Im Livestream. Auf WhatsApp. Wozu braucht er die Nummer denn? Er wollte einen Live-Prank machen. Nicht anrufen, nein. Das macht er gar Habe ich ihm auch gesagt. Was will er wohl dann anstellen? Ah, jetzt kommt die Sonne raus. Hab ich halt eben schon gesagt. Guck mal, eine Fake-Ente. Eine Fake-Ente? Guck mal, da ist ja Frau Barley, die schwimmt schon Runde. Da, Duisburg. Guck mal. Die Ente ist ein Bot, die sieht nur sehr echt aus. Können die auch gleich baden gehen, zusammen, Jens, okay? Auf drei. Nein. So Leute, Hallöchen. Es ist heute frisch und es gibt keinen Fisch. Ich würde sagen, wir gehen mal hier so hin. Ja. Ist das Fisch? Kommt auch so. Ist natürlich die Frage, wann passiert hier was? Passiert hier überhaupt was? Sonst wären hier halt auch Fallwege zum Hauptbahnhof nochmal ein großer Grund. Selbst wenn hier nichts passieren würde, hätte man genug Content. Domace, wenn du snipen willst, komm vorbei. Ist deine Entscheidung, ne? Wir sind hier bei öffentlichem Raum. So, dann können wir später noch essen gehen. Jo. Kann ich mal gucken, wo die Losteria ist, weil da hätte ich... Losteria? Ja, da gibt's doch diese XXL-Pizzen. Ja, 40 cm Durchmesser. Ja, also, ist zu krass. Sehen wir schon mal ein freies WLAN? Wirklich? Nee, Telekom. Da ist Vodafone und Telekom freies WLAN, was? Hotspot-Pass, ey. Und Scheiß. Ah doch, hier ist auch frei. Unity Media Public Wi-Fi Hotspot. Mike, spende 10 Euro, wenn... Christ-Hotspot. Mike, spende 10 Euro, wenn du dich in den Brunnen legst. Stadtwerke WLAN. Ich? Also ich finde, das ist es wert. Das ist doch wir haben Stream-Content wert. Plus Spende, also... Was will man denn mehr? Ich habe jetzt das Stadtwerke WLAN. Jo, Losteria, genau, AK. Hört sich so ein bisschen wie ein Casino an, in dem man immer loost, aber ja. So. Wenn jemand im Chat mehr Informationen hat, wann hier überhaupt etwas passiert, wann die Barley hier auftaucht, dann sagt uns bitte Bescheid. Guck mal, wir haben auch ganz viele Zuschauer hier gerade. Sind nur wegen uns da. Ey, möchtest du nicht mal was vortragen? Alle hören dem spannend zu. Wir wollen keine Nachhängerfreize! Sowas, ne? So Operngesang von Artikel 13. So! Ja, wir wären so 20 Minuten unterwegs zu der Losteria von hier. Na. Wir haben 12.26 Uhr. Komm, der Junge muss reinfallen. Ich bin böse, ich weiß.
Aber dann ist das, aber auch jeden nur schlechtes dann ist das Welt. Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Ja, Brunnen-TV, willkommen Leute. Ah, oh, der Wind weht jetzt hier das ganze Wasser hin. Ah, es hat geregnet gerade. Nee. Lass uns mal hier hinsetzen oder so. Ah, so erstmal hinsetzen. Ah. Ja. Wie viele Viewer-Männer haben wir denn gerade? Mein Handy ist feucht. Er ist lost in der Pizzeria. Genau. Ja. So, ich guck mal gerade auf dem Discord. Mein Handy ist nass. Sass. Ohne Scheiß, mein Handy ist wirklich nass. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich hoffe, der Stream blieb verschont. Da. Das Handy ist wasserdicht, mach dir doch keine Sorgen. Ja, mach ich mir auch keine Sorgen. Alter, das sieht man gar nicht mal. Wir können es ja hier testen, ob es wirklich wasserdicht ist. Ja, nee, lieber nicht, oder? Ja. Es gibt noch keine Neuigkeiten, man guckt ja vor Bali hin. Vielleicht kommt da so ein riesen Security-Team an mit ihren 300 Bodyguards. Ich habe eine Vermutung, ne? Was denn? Dass das passieren könnte. Was? Ja, dass da ein Security-Team kommt. Ja, 2 Minuten hat sie noch, also. Reißt die werden, die Handys aus der Hand und schmeißt die auf den Boden. Genau. Sie will da nicht gefilmt werden. Ja, vielleicht werden. Heißt es ja auch erst, dass die quasi um 12.30 Uhr so langsam die Veranstaltung in der Halle beenden und dann hier rüberlaufen. Ja, das weiß man eben nicht. Dass das eben bis 1 Uhr oder so dauern kann. Aber verpassen wollten wir es nicht. Verpassen wollten wir es jetzt hier nicht. Die Sonne kommt ja raus, ich meine, ist ja nicht so schlimm. Soll ich mal bei Vodafone fragen, ob sie mir nicht den Stream sponsern können und mir heute Datenvolumen schenken können? Könnt ihr ja machen. Finde ich, oder? Und das sollten die machen. Machen wir von den Stadtwerken einen schönen Speedtest hier. Gucken. Sieht man das im Stream? Unglaublich. Nee, sieht man nicht. Spacken.net, Hagen. Ja, spannender Stream gerade. Wir könnten noch ein bisschen Scheiße bauen. 5er Download, der immer wieder zusammenbricht. Nee. Zeig nochmal ins. Was Helligkeit hoch. Ja. Das ist die Sonne halt. Ja. Und der Upload, absolute Katastrophe. Hä? Ja, gut. Perfekt. 0-0 Upload. Ja, geil. Wie soll ich jetzt irgendwas auf Instagram hochladen? Ich bin ruiniert. Ja. So. Wann geht hier die Party ab? Wir könnten mal um den Brunnen herumgehen und irgendwie einmal rumgehen. Guck mal, das ist ein Kamerateam. Guck mal da. Ja. Da. Die streamen in Full HD, glaube ich. Dann könnten wir hier am richtigen Ort sein. Ich glaube, die streamen in Full HD. Ach, guck mal, die haben eine Europa-Flagge. Dann sind wir hier am richtigen Ort. Soll ich die mal fragen? RTL West, glaube ich. RTL noch West ist das. Assi TV. Soll ich mal fragen gehen, ja? Geh fragen. Mach. Hallo, eine Frage. Sind auch für Bali, von Bali hier? Ja, genau. Wir genau. Sind von Bali, wir sind von RTL. Genau. Achso, ja. Genau, das meinte ich auch, ja. Ja, dann sind wir hier auch richtig gut. Ja, um 1 Uhr geht's los. Ja. Wird jetzt aufgenommen? Ja, wir machen einen Livestream. Okay. Genau. In HD. Aber da macht man vorher drauf aufmerksam. Das ja. Ist fair. Okay, stimmt. Alles klar. Gerne. So. RTL in bester Gesellschaft. Ja. Wir machen RTL Konkurrenz. Ja. Deswegen meint er auch, wir sollten vorher nachfragen. Aber er geht um 1 Uhr los. Um 1 Uhr los, ja. Die wissen, die sind besser informierter als wir, das geht nicht. RTL ist besser informiert als wir. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, was los? Hallöchen, Swiss. Swiss? Swiss. Jetzt leg dich mal hier auf den Boden. Ich leg mich jetzt hier nicht auf den Boden. Dann kommt Frau Bali an und denkt, was ist denn hier passiert? Dieser Vogel auf dem Boden sieht aus wie ein Pokémon. Ja, kann ich bestätigen. Du kannst ja die Download-Speed des WLANs nutzen. Ich fange es mal. Also wir sind hier auf jeden Fall richtig und wir haben noch eine halbe Stunde, weil... Ja. Um 1 Uhr soll es erst losgehen.
losgehen. Also wenn der Download vielleicht dann Upload wäre, wäre es cool. Ja, du brauchst Download und Upload, um ein gutes Internet zu haben, das funktioniert. Wenn du nur Upload oder nur Download hast, Kai, wenn du nur Download oder nur Upload hast, dann funktioniert es auch nicht. Ja, ich sollte dich noch kennen. Ich glaube, du heißt Tim, oder? Swiss. Kann das sein? Ja. Timmy Turner. Hallo, Swiss. Nein. Ich glaube, du hattest dich auch öfter mal umbenannt, ne, Swiss? Ich kenne dich noch von Twitch. Ist doch der, der mir ETS geschenkt hat, oder? Der war ich. Ich weiß es nicht. Ja, deshalb frage ich ja. Mal, die haben viel, guck mal, die streamen bestimmt in Full HD. Nicht in HD. Das finde ich aber nicht gut. Die klauen uns bestimmt hier die ganzen mobilen Daten, weil das ist natürlich auch leicht. Internet 1,5 Download und Upload. Was, wo bist du denn? Was hast du für ein Internet? Das ist das Stadtwerke WLAN. Hey, jetzt geht es doch. Upload. Das ist das Stadtwerke WLAN. Wir könnten ja eigentlich zu dem Stadtwerke WLAN wechseln. Wie viel Upload ist denn das? Ja, ja, nicht. 13. 13er Upload, ja, dann müssen wir den Stream aber beenden. Hallöchen, ja, Michi. Für eine Minute beenden, oder? Ja, du hast dich einfach eingeloggt, Kai, und dann ging das? Ja. Stand da irgendwas von begrenzt oder irgendwas? Habe ich nicht gefunden, eben. Ja, ich kann auch beim mobilen Daten noch bleiben. Ist ja, ja egal. Wir wollen jetzt... Music, ja, das genau, das war dein Name, stimmt. Musical.ly. Aber wie, guck mal, das ist so Instinkt, glaube ich, bei Leuten. Wenn die eine Kamera auf die hältst und das ein Livestream ist, dann heißt es immer bitte vorher fragen. Aber meine Güte, ganz ehrlich. Ich stell die ja nicht lächerlich oder so. Das ist öffentliches Gelände, so, das ist keine Ahnung. Es ist ja RTL, was ist da war. Ich bin kein großer Channel oder so, wo man... Hallo Michi, ja. Was geht ab? Da kommt vor Bali angeflogen. Im Helikopter. So, Leute. Gleich geht hier die Party ab. Maybe. Oh, ist eine neue. Ah, ich dachte, es wäre eine neue dumme Folge. Wahahi. Wir haben heute Samstag, nicht Donnerstag. Ja, hätte ja sein können, dass die trotzdem wieder ein Video raushauen. Das wäre cool gewesen. So, was machen wir noch bis 1? Wir haben es 12.34 Uhr. Ich finde, da kann man noch irgendwie eine Runde drehen hier. Können wir machen, ja. Wir können ja einmal bis da hinten hingehen und zurückgehen. Dann ist der Stream wenigstens nicht so langweilig. Und ja. Max, komm mal mit. Ja. Das ist natürlich auch ein geiler WLAN. Deine Mutter zapft WLAN bei Kick. Deine Mutter zapft WLAN bei Kick? Moment, ich muss die Kamera wechseln dafür. Die das besser kennt. Moment, Moment. Nee, das stimmt. Ja, nice. Geil. Man muss sich halt so helfen wissen, ne? WLAN bei Kick klauen ist dann immer so schlecht. Deine Mutter zapft WLAN bei Kick. Ja, wenn das WLAN gut ist bei Kick, dann wieso nicht, ne? Keck. Bei Keck, genau. Hallöchen, Vodafone. Wollen Sie meinen Livestream sponsern? Wollen Sie meinen Livestream sponsern? Ja, ich komme hier mit dem Livestream lang. Ey, das sieht vielleicht aus. Sneaky, sneaky. Okay. So, dann kommt mal mit. I Love Trains, wo Domates hin ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist er auf dem Weg hier hin. Das kann gut sein. Eventuell wollte der ja Streamsnipen kommen. Wäre nice. Wir müssen aber vor RTL die Fragen stellen, ne? Das wisst ihr schon. Also RTL dürfen wir keine Redezeit lassen, wie vom RTL-Team. Nachher kommt das heute in die Nachrichten. Ich möchte natürlich, dass mich die Nachrichten anschreiben und jo, Swiss, dann wünsche ich, ich dann das Streammaterial verkaufen kann, Kappa. Schönen Motorrad-Rideout. Ja, bis ciao, dann. Swiss. So. Haders, Tiefgeschwender. Geschwendner, was? Tiefverschwender. Tiefverschwender. Hallo, wir sind die Tiefverschwender.
Und ihr? Wie die Leute geguckt. Ja, nicht wir. Mann, ich hab das nur. Mann, die Leute denken immer direkt hier alles. Hallo, wir sind die Teeverschwender. Möchte jemand Tee verschwenden? Dann sind sie hier wichtig. Was? Kommt wieder eine Aldi Süd Roomtour in HD. Creepy Puppen? Ich glaube, hier gibt es kein Aldi. Ja, Aldi hat man kein Netz. Bei der Fußgängerzone hat man Gott sei Dank gutes Netz, weil die ist ausnahmsweise mal ausgebaut. Die wollen sozusagen die Kundengewinn für Aldi Talk. Wisst ihr das, Leute? Deswegen machen die das. Deswegen ja. So einen Störsender haben die da installiert. Die haben in dem Aldi. Mit dem Aldi einen Störsender eingebaut. Okay. Boah, hier eine Kochschürze für Kai. Ja, das kannst du dich schon mal vorbereiten, ja. Für unseren Kochstream, ne? Eine Kochschürze? Ja. Nein, Max! Was ist denn da? Ur Top Card. Okay. Ja, hier ist nice. Nachher wird der Stream gleich als Product Placement abgemeldet. Ja, hier wieder! Würstchen TV! Würstchen TV! Nice! Der dritte Würstchenstand. Ist die Frage, wo die Würstchen am besten sind, ne? That's what she asked. Beim Isle of Trains schneit es gerade, ist doch nice. Nice. Boah, gleich nach dem Interview. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, Isle of Trains. Gleich nach dem Interview im Stream auf das Karussell, ne? Finde ich. Natürlich. Ist hier Wahlkampf? Ja. Ostermarsch, nein, Ruhe. So. Ich würde sagen, wir gehen bis da vorne hin und dann drehen wir wieder um, oder? Ja, wir haben dann noch. Dann drehen wir wieder um. Na, 20 Minuten haben wir noch. Boah, Holz, so Holzschnitzereien, so. Das mögen meine Eltern immer voll. Ja. Wären die jetzt hier, dann würden die erstmal hier schauen. Ich meine, ja. Guck mal, zocken und chillen. Hier. Zocken und chillen. Ja. Nice. Kann man das essen? So. Polizei ist auch schon da, die habe ich bestellt. Ist das Ordnungsamt? Ach nee, Ordnungsamt, ja, ich habe es gerade nicht richtig gesehen. Aber ich konzentriere mich ja auf den Liebesdreher. So, wir gehen mal hier wieder rum. Hier hinter ist nichts. So. Hallo, ich stream in HD. Hallo. Hallo, wir streamen in HD. Hallo. Wir streamen in HD. Hallo. In HD-Qualität streamen wir. Wie finden Sie das? Hallo. Nein, okay. Boah, hier ist wohl sehr begehrt. Ja. Die Blumen. Pflanzengedönsel. Mickey Mouse copyrighted. Ich darf nicht streamen. Oh nein, oh nein, oh, copyrighted music. Okay, wir sind safe. Wie du sofort irgendwie denkst, dass da wirklich was kommt. Was gucken? Nee, wir gucken doch den Livestream. Hier wäre ein Eiskaffee, können wir uns für nach dem Stream vielleicht merken. Oder halt nach dem Interview. So, und das war's auch schon. Ich würde sagen, wir... Abdrehen. Wir können dann aufs Trampolin im Livestream da vorne. Genau, Jens. Ich finde, da müssen wir hin, ne? Aufs Trampolin gleich nach dem Interview mit der Frau Barley. Hey, genau. Mit Frau Barley zusammen auf dem Trampolin. Hey, ja, genau. Frau Barley, ich hatte noch eine letzte Frage. Was schreibst du nachts, Jens? Frau Barley, ich hätte noch eine letzte Frage. Wollen Sie mit mir auf das Trampolin gehen? Im Livestream zusammen. Das wäre das geilste GIF, ey. Okay. Lass uns zurückgehen. Lass dich doch mit einer leichten Bildbearbeitung auf. Ja, gut. Ja, ja, ja. Merkt doch keiner. Nee. Schönes Gift dann. Oh Gott, wieder copyrighted music. Kann man das aber auch mit Aktivbot machen? Copyrighted music, Okay, wir sind safe. Ja, copyrighted music. Achtung. Achtung. Achtung, copyrighted music. Achtung, copyrighted music. Ja, man muss. Hier sind die GEMA. Ja, der Stream wird gesperrt. Ne? Der Stream wird sonst gesperrt. Mickey Mouse, der Teufel in Person neben Kai. Hat Mickey Mouse
Das wäre ja nicht so toll, oder? Wo war Mickey Maus? Das war mein Held, mein auf dem Wagen da, auf der Attraktion. Schöne Geräusche machst du. Wie meinst du jetzt Sarah? Meinst ja, du danke. Hallöchen Sarah, by the way. Wie geht's denn? Ich hab auch gelallert. Also mein lalalalalalal, vielleicht hört sich das ja besser an. Ja, manche Leute nennen das Gesang. 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 Mit K. Gesang, ja. Gesang, K. Hat gerade etwas entsetzt angesehen. Frank! Frank, nein, Gesang. Ist doch egal. Sim. Sim, sollen die euch. Sim. Hallo, wir streamen in HD. Hallo. Wir streamen in HD, hallo. Wir streamen in HD. Hallo, in HD, Qualität. Hat Kai was, mit einer Leiche, geht das schon gesagt? Was, mit welcher Leiche? Natürlich ist es. Nee, da hast hallo, wir streamen in HD. Wir streamen in HD, genau. So, geht mal vor, bitte. Das war definitiv kein Gesang, egal von wem. Mach's besser, Sarah, mach's besser. Es ist ja auch kein Gesang, es ist Gesang. Genau. Wie Dank, nur mit Gesang. Ja. Aber der Typ hat eine Europa-Dings-Flagge. Das heißt doch nicht Dank, es heißt Dank. Europa-Flagge. Hier werden selbst die kleinen Kinder manipuliert mit Europa. Den wird herbeigetragen, alles in Europa wäre perfekt. Europaganda ist. Was, Europaganda? Genau, Europaganda. Oh, Europaganda! Wie es mir geht, ganz gut, aber bin müde, ja, Sarah? Ich bin auch ein bisschen müde, muss ich ehrlich gestehen. Ich war noch bis 4 Uhr nachts wach gestern oder heute. Ja. Europaganda, Europaganda. Der Urlaub ist auch bald zu Ende. Hallo, Sie können gerne gucken, wir streamen HD. Und Copyright Music. Oh oh, Copyrighted Music. Ah, das ist viel zu laut, das ist der Endboss. Oh ja. Hä, ist das deren Ernst? Hier am Spot? Dance mit. Ja, 17 Minuten geht's los, Leute. Da geht es hier mit einem Schlag. Ah, der Brunnen pinkelt wieder. Der Brunnen pisst uns wieder an hier. RTL haut ab, RTL haut ab. RTL haut ab, das RTL-Kamerateam haut ab, Leute. Ja, die gehen da gerade weg. Hä, wo geht RTL hin? RTL haut da hinten ab. Wahrscheinlich noch einen Kaffee oder so. Oh nee, vielleicht haben die Frau Barley gespottet. Ja, da steht aber was mit SPD und Katharina Barley. Ah, ich glaube, da hinten sind wir richtig. Oh je, Leute. Da ist das RTL-Team. Und ich glaube, da sind wir richtig. Da sind wir richtig, ja. Kann ja keiner ahnen. Da sind auch die Ruhe, ich meinte Jusos. So, wir sind am Ziel, Leute. Guck mal, ich wurde nicht gefragt, ob ich gefilmt werden darf. Ja. So, was geht denn hier ab, ey? Oh je. Ja. Wir wollen keinen Art. Ach nee, das darf ja keine Demo sein. Wir müssen ja undercover sein. Brunnen. Nein, der Brunnen weint. Wir müssen undercover sein. Ich bin um 5 Uhr aufgewacht und dann 2,5 Stunden unterwegs. Ja, läuft bei dir. Töte den Brunnen, bevor es Eier legt. Nach Duisburg, dann hast du es geschafft. Okay, okay. So. Ja. Wir wollen keinen Artikel 13. Ja, Softgetränke 2 Euro. Alter. Die wollen hier. Das ist illegales Geschäft, ey. Nein, Spaß. Ich denke, das werden die schon angemeldet. Das werden die schon alles angemeldet und die werden wahrscheinlich gesponsert oder sowas, keine Ahnung. Sogar Steckdosen jetzt. Cool, da kann ich meinen Livestream aufladen. Oh je. Oh je. Da sind überall Luftlöcher zu. Ja, schlechte Qualität von SPD.
Von SPD ist man nichts anderes. Nein, Spaß. Offiziell SPD-Würstchen. Die SPD-Würstchen. Genau, kriegst du wirst einfach nur eine Wurst haben, ist da so ein SPD-Logo drauf oder so. Oder ein Schiffzug. Das ist ein Brandzeichen quasi. Ja. Ihr seid doch alles arme Würstchen, oder? Ja. Alter, Leute. Aber bitte gleich auch benehmen, okay? Ja, es wird hier nicht gerufen, auch nicht zum Spaß. Weil es ist eine ernsthafte Veranstaltung. Frau Barley macht hier Europa-Wahlkampf. Außerdem ist mein rechter Arm aua und ich kann eh nicht anständig fahren. Sei glücklich, du hast schon einen Führerschein. Gar keine, dann mach mal deinen Führerschein. Hier ist auch wieder ein Galeria Karstadt kaufen. Müsste mal, ne? Dann kannst du Auto-Livestreams machen. Wenn es dazu noch kommen könnte, wäre es schön. Ja. Aber da kann man sich einen Kaffee holen, aber ich hatte eben schon einen tatsächlich. Hätte ich mir vielleicht jetzt mal erst einen geholt. Ja, was soll ich denn jetzt hier vorne? P. Veta, Hallöchen, by the way. P. Veta, P. P. Was wird schwierig? Was wird schwierig? Ja, wenn man so das ganze Mikrofon gedönse da. Ja gut. So, ich gehe mal auf die Seite, dann hat man das hier im Hintergrund. Ja, ihr sollt da bleiben. So. Mach ein schönes Foto von uns. Nee, ist jetzt Livestream-Thumbnail, wenn ihr gemeinsam Livestream macht. Krasse wäre, wenn man irgendwie Videofilter da einschickt. Zum Beispiel so ein Vintage-Filter. Bitte was? Wenn man während des Films so Filter einstellen könnte. Wir sind vor Peter Musk 04. Peter Musk. Peter Musk. Der Sohn von Elon Musk. Ach nee. Ich hab schon seit fast 3 Jahren den Führerschein. Ja, gönn dir. Ich mach ihn Hallo, gerade. Wir streamen in HD. Hallo. Hallo, HD. Was ist denn das für ein Team? Okay, also sind alle SPD-Mitarbeiter Würstchen. Alter, wir müssen alle Anti-Artikel 13 Flyer verteilen hier. Anti-Artikel 13 Flyer. Wolltest du nicht irgendwelche Flyer holen? Ich habe tatsächlich vor. Ja, okay, ursprünglich schon, aber vielleicht kann man hier irgendwo Flyer erstellen lassen für einen Fünfer oder sowas. Dann können wir nach dem Interview hier, können wir ja vielleicht die Leute über Artikel 13 aufklären. Die Passanten quasi. Ich und glaube, sowas würde ein bisschen mehr als. Wählt die Jensi-Bensi-Partei. Wenn man die nur ausdrucken will, dann wird es vielleicht ein Fünfer. Ja, so Kärtchen, so kleine irgendwie. Aber wenn man die auch. SPD-Kondome, oder, oh je. SPD verteilt Kondome. Ich wette, das ist eine von der Newstime eine News wert, oder? Zusammenkommen. Lasst uns zusammenkommen. Ach so, ist es gemeint. Und dieses Schild, das ist voll nicht innovationsvoll. Da ist einfach nur ein Bild drauf und dann dieser Schriftzug. Da ist so viel Platzverschwendung drauf. Also weil da unten so viel weiß ist, finde ich. Ja. So, keine Ahnung. Da hätte man sich also ein bisschen mehr Mühe gegeben. Mehr SPD-Newsletter. Ey, genau. Das. Ja, okay, das wäre schon... Das wäre illegal, genau, Vandalismus, wenn du jetzt das schön... Und andere Seite ist Axel Voss, werden. Oh Gott, da gießt du so ein Schild, dann ist da so Voss drauf und du so... Ah! Deswegen ist hier auch das Team hier, das die Sanitärleute, die da vorne waren. Jetzt wissen wir so, wieso sie hier sind. Wieso fragst du mich? Hallo? Ich kann den Kram hier in die Hand drücken. Was sind das? Das sind Flyer von der SPD. Ach so, ja, nehmen wir mal mit. Für Europa. Ja. Dann sollen wir mal besser gegen Artikel 13 stimmen. Die SPD-Fraktion im Parlament hat geschlossen dagegen gestimmt. Ja, das stimmt. Aber danach, jetzt bei der Debatte und so, wurde dann wieder gesagt, ja, okay, jetzt können wir es ja weiter durchwinken. Nee, das Problem ist folgendes. Das Einzige, was man uns in der Hinsicht vorwerfen kann, ist, dass Katharina Barley dafür gestimmt hat im Ministerrat. Das liegt aber am folgenden Problem. Sie in diesem Rat bist du als Funktion als Ministerin. Ja. So, das heißt, die Kanzlerin hat Richtlinienkompetenz. Sie muss hier ihre Regierung zusammenhalten. Sie muss den Leuten sagen dürfen, was sie machen sollen. Das ist klar, ja. Genau. So, und dann hat sie Katharina gesagt, du stimmst jetzt dafür. Okay. Na, und dann musste sie halt gegen ihre Überzeugung dafür stimmen und hoffen, dass das im Europaparlament abgeblättert wurde. Da hätte man natürlich auch als Frau trotzdem noch ein bisschen selber mehr Druck ausüben können. Das ist die Sache eben. Das ist der Knackpunkt. Das kann man
drehen und wenden, wie man möchte, aber im Kern hat die Kanzlerin das Recht, ihr zu sagen, was sie machen soll. Na gut. Ja? Aber wenn du Lust hast, kannst du hier eine Frage notieren. Ja. Und wenn Frau Barley dann gleich hier ist, ja, dann wird sie die Frage da vorlesen, ja, und darauf eine Antwort geben. Okay, das ist super. Dankeschön. So, soll ich dir irgendwas aus der Hand nehmen, damit du... Ja, das geht schon. Ja, dankeschön. Handy so, auch? Ja, Handy könnt ihr auch nehmen. Dankeschön. So, und wenn du magst, kannst du gerne übernehmen. Ach so, okay, mach ich gerne. Wenn du immer noch eine Hand frei hast jetzt. So. Gut. Mann, ist das kompliziert. So, jetzt natürlich die Frage, was ist die Frage? Such dir vielleicht auch einen Stein oder so. Hier, geh doch an den Tisch. Ja, ein bisschen Zeit haben wir, ja. Hat auch noch eine Konferenz, aber die ist dann gleich da. Achso. So. Was meint ihr denn? Ist klar. Ha? Was ist die Frage? Weiß nicht, du hast doch eine Frage. Du hast doch dir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe eine Idee, Moment. Schreib die auf den Tisch auf. Ja, mach doch, ja, mach doch. Peter Musk fährt lieber. Livestreaming, genau, das. Wie so deine Hand verkrampft sei. Ja, ich verkrampfe. Weißt du, wofür nehmt ihr das hier auf? Hm? Einfach so. Wird das nicht blocken oder? Nein. Das ist ein Livestream. Ein Livestream? Ah, okay. Zugfahren finde ich auch viel besser als Autofahren. Ich wäre in sich ein bisschen technisch affiner. Ich sollte eigentlich zu der Generation gehören, die das kann, aber... Ja gut. Wenn mein Rechner nicht funktioniert, dann mache ich ihn aus und wieder an. Und wenn nicht, dann rufe ich jemanden, der es kann. Das hilft eben, ja. Artikel. Also Jelly meint, ich kann den XL nehmen, aber eine Jacke. So, das ist eine Jacke in XL. Ja, die kannst du ihm ja geben. Eine Jacke. Eine Jacke. Ja, eine Jacke würde ich nicht. Ja, das ist das Problem. Achso, gibt's kein Problem in XL. Sind das nicht lesbar? Nö. Ja, gleich. Okay, ich muss zugeben, wir fritten ein bisschen die Hand ein. Eine L zu wenig. Moment. Freue ich mich auch schon drauf, der Stand hier wird bis 5 Uhr sein. Moment. Moment. Wir mit Frostbeulen um 6 zu Hause sein. Hier haben wir noch eine Sweatjacke. In? Weiß ich nicht. Ja. Aber größer als L. Auf jeden Fall den ganzen Platz ausnutzen. Dann ist das von Anna. Stopf die mal rein bitte wieder. Das hier ist auch ein 6L. Nein, das wird einfach nicht bezahlt und dann liegt die im Parteibuch. Schade. T-Shirt bekommst du noch? Wieso hast du das nicht gerade schon genommen? Weil ich dich hasse, weil du willst, dass ich dich hasse, ne? Genau deswegen. Ja, bitte. So, letzter Satz. Weiß ich noch nicht. Ja, muss man jetzt verschwand werden. In blau oder in rot? Ich hab gesagt, ich hasse. So, ich lese mal kurz vor, kannst du mal so zeigen. Ja. Artikel 13/17 würde das Livestreaming unmöglich machen. Leute auf zum Beispiel Twitch.tv würden also ihren Beruf verlieren. Wieso also nicht effektiv gegen Artikel 13 vorgehen? Betonung auf vorgehen und nicht stimmen einfach und dann was anderes machen. Es werden Probleme generiert und nicht gelöst. Ja, kann man machen. Ja, das ist also meine Schrift. Ja gut. Der nee, ich könnte mal ganz gut lesen. Noch. Ja, wenn Sie es nicht lesen. Ja, dann nein, der kann sich da auch nicht lesen. Das kann aber nicht so bleiben. Wenn, das stimmt. Wenn du Glück hast, bist du dann noch hier, wenn du die Frage ja, hat, den Link rausnehmen. Wäre okay, natürlich super. Okay. So. Kann ich das? Nein, das habe ich. Das ist ja. Das muss einfach nur die Karte geben, zum Chef am Ende. Wir hatten was in der Karte. Auf die Karte schreiben ist immer schwieriger, als wenn man das so sagen würde. Hier. Dann kannst du ihm dann eben deine Karte geben. Er bringt sie dann rüber.
Du die kannst behalten. Gute Frage. Gut, danke. Nice hier. So, natürlich. SPD-Kuli. Falls man mal sich wieder gegen Artikel 13 auslassen will, dann weiß man, was man mit dem Kuli macht. Ist das jetzt hier das Kamerateam oder was? Ja. Genau. Von der ARD. Mit dem Handy. Sieht auch hochprofessionell aus, oder? Natürlich. Jahre später. Ja. Live auf YouTube sind wir gerade. Ja, die ARD muss ein bisschen sparen, was das Kamera-Equipment angeht. Die EZ wird runtergesetzt. Ja. Das Geld wird für die Anstalt drauf, für den Special Effects. Das fände ich legitim gut. Aber ja. Da hätte ich echt kein Problem mit. Wenn ich das hier gefilmt, illegalerweise. Ja, illegal, alles illegal. Habe ich meine Zustimmung dazu gegeben? Ja, ja. Der sagt ja. Nichts, der warnt dich nicht vor. Ja, das war schon auf dem Fall. Stimmt, aber sei ruhig. Man ist ja in die Kamera direkt gegangen. Also aber sagt das keiner. Stillschweigendes Zustimmen. Nee, nicht? Nee. Das ist ein studentes Einverständnis, aber das heißt, ja. Dass nur, wenn der andere weiß, wenn ich mit der Kamera beispielsweise so ja. Vor dir stehe, ja, klar. Dann weißt du, dass du gefilmt wirst. Ja. Die Kamera, die ist viel besser. Aber gut. Hier, okay. Ich bin ja nicht solange, hingegangen solange mit der Kamera. Wenn du das Handy so tief hältst, wenn du das so halten würdest, okay, auch. Man muss es sehen, okay. Weiß okay. Ich nicht, ob du das einfach nur in der Hand hältst oder ob das alles klar läuft. Muss ich nächstes Mal so ein Schild aufmachen? Großrote Achtung, Achtung, jetzt filmen. Und wenn du live streamst, dann hast du ein echtes Problem. Wenn jemand sagt, ich möchte nicht, dass das verwendet wird. Ja gut, dann löscht im Nachhinein. Nee, geht nicht. Ja klar, man kann die Aufnahmen löschen im Nachhinein. Ja, aber die Leute, die es gesehen haben und mit aufgezeichnet haben, dann kannst du nicht ja. Entschuldigung, ob das gilt das vor das Europäische Verfassungsgericht? Das war's. Ja gut. Seid ihr hier bei Jusos SPD oder sonst irgendwas? Oder sind, nee, wir sind hier einfach nur so. Ich um das Ganze, ja, genau, um das Ganze festzuhalten. Nur so, um das Ganze festzuhalten. Ach, du bist nicht von der SPD. Ich bin nirgendwoher, gar nicht. Ihr seid, du bist nirgends, auch nicht aus Duisburg? Ich bin auch nicht bezahlt, ich bin kein bezahlter Bot oder sowas. Das wäre natürlich... Komm nicht aus Duisburg, oder? Bitte, nee, ich komm aus der Nähe von Köln. Mein Beileid. Mein Beileid. Dortmund. Mein Beileid, aber jetzt unironisch, mein Beileid. Oh je. Ganz gute Stadt. Ja, Duisburg ist so. Ich kann vor laufender Kamera sehr viel zu Duisburg sagen, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu hasserfüllt für heute. Ja. Dann kannst du schneien. Was? Schnee. Was? Die SPD hat uns Schnee gebracht. Als ob es jetzt anfängt zu schneien. Was ist da falsch, bitte? Es ist Schnee. Was? Ich geh mal kurz da runter. Gestern hat es schon geschneit. So. Total Wunder. Wir sind so sauer, wir haben sogar den Schnee mitgebracht. Das ist der Puderzucker gewesen. Ja, dann fehlt hier aber ein Tisch. Kommen noch Let's Plays. Ja, wenn Artikel 13 das noch erlaubt und... das möglich ist, dann kommen noch Let's Plays. Aber ich finde das immer mit Livestreaming und Aufnehmen, ich finde die Leute sind ein bisschen zu pingelig inzwischen. Weil wir sind ja kein großes Kamerateam oder sonst was, das so, wo es so zehntausende Leute sehen, natürlich eventuell möglich ist es immer. Aber ganz ehrlich, das ist öffentliches, so jeder kann ja da lang gehen und zu sehen sein. So. Das ist irgendwie das gleiche mit DSGVO. Du darfst hier streng genommen... darfst du keine Person mehr, weil jede Person, die ja zu sehen ist, selbst wenn du das nie hochlädst, nur für dich privat aufnimmst, könnte das Material ja gesehen werden, indem du es hochlädst. Und dann könnte es ja, weißt du, dann könnten die dir ja nicht das Einverständnis geben. Aber das ist auch alles öffentlich, das kann nur jeder sehen. Und das ist jetzt kriegt ja auch niemand Panik. So, oh, mich sehen tausende Leute gerade, wie ich hier durch die Gegend laufe. So, weißt du, das ist, ob das jetzt technisch gemeint ist oder nicht. Ich habe schon Leute, die davon Panik bekommen, aber... ist dann deren Problem, wenn sie werden. Ja. Also, naja. Genau das gleiche mit Artikel 13 oder halt jetzt 17 so, ja. Du darfst gar nichts mehr, so, manche Unternehmen sind froh, dass ihr Logo gezeigt wird oder ihr, weiß ich nicht, ihr Branding, ihr was auch immer. So, die hätten nie im Leben was dagegen, aber nein, du musst erst einen Lizenzvertrag streng genommen mit denen abschließen und Gedönsel und dann erst darfst du es zeigen. Aber die wollen es doch, verdammt so. Ja. Bedank dich bei denen, die dafür gestimmt haben, okay. Ja. Die Grünen zum Beispiel aus irgendeinem Grund zum Teil. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Die Grünen, jetzt übrigens vor der SPD in Europawahl umfragen, aber da reden wir nicht drüber. Wir sind bei 90%, wir bei 18%. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen. Ja. Ja, wo keine Probleme sind, Probleme machen. Willkommen in Deutschland. Ja, willkommen bei der CDU. Willkommen bei Parteitag. Wir haben zu wenig Probleme, wir brauchen mehr Probleme, glaube ich. Das ist toll, ich glaube, der Seehofer war das. Der Seehofer hat sich letztens darüber beschwert, dass hier Deutsche
dass sie ja das Gefühl haben, dass sie Kriminalität hier seien, ne? Ja. Und so, wer die ganze, die gehetzt, boah, die Flüchtlinge werden uns alle zusammenschlagen. Wer hat denn dafür gesorgt, dass so viele Deutsche jetzt irgendwie Angst haben? Ja. Das war der Seehofer. Oje. Und der Söder, die SS-Gang. Ja, ich bin eigentlich nie so richtig Politik engagiert. Wenn er das. Ich kenne mich da auch eigentlich viel zu wenig aus, so. Ja, kannst du zur SPD gehen? Yay! Zu wem sonst? Linkspartei? AfD? Nee. Wir selber Partei gründen, aber das ist gut. Eigene Partei gründen, ja, die Partei. Ja, Partei. Viel Spaß. Ja, die GroKo und alles einfach viel zu stark, da kannst du quasi kaum gegen an. Ja, die GroKo ist immer so ein lustiges Thema, wo man sich auch wieder fragen muss, warum sind wir eigentlich in der GroKo? Ja. Das ist eine legitime Frage, warum? Ja, wenn die GroKo für etwas für ist, dann kann schon nichts mehr dagegen gestimmt werden. Wenn die sich einig ist, dann. Es gab einen ganz guten Vorschlag beim Nachwahl. Gehört schon mal von der Coco, ist ein dummer Name. Ich weiß nicht, wo es stand, aber es hieß Coco. Die Idee war, wenn ich kurz drüber reden darf, ja, die Idee war, so ungefähr, ja, SPD, Union machen eine Regierung gemeinsam, teilen den Ministerposten auf und das war's. Ja, die machen jetzt keinen großartigen Koalitionsvertrag, wo die alles festlegen. Die können auch gegeneinander abstimmen. Und das war's. Und das ist doch voll eine gute Idee gewesen. Jetzt stecken wir in dieser scheiß Koalition drin. Tja, es gibt immer Dinge, die hätten besser laufen sollen. Ja, ne. Aber wo sind wir? Zum Beispiel die letzten 30 Jahre. Aber das ist ein anderes Thema. So, wir haben es 13 Uhr. Ja. Bali wird in minus 30 Minuten eintreffen. Ja. Was ist denn los? Vor einer Stunde hat uns eine alte Union gefragt, ob die Wahl denn wirklich komme. Da haben sie gesagt, ja natürlich. Also, wäre dumm, wenn nicht. Ich meine, sie macht Wahlkampf, also von daher. Würde einen schlechten Eindruck machen, wenn sie dann gar nicht kommen würde. So. Wenn jetzt, keine Ahnung, Sommerurlaub in Mallorca macht. 31. 30, ja. Das ist doch User. Okay, hat auch jetzt zu stehen. Wir können wieder raus. Der Schneesegen ist zu Ende. Schnee, ey, als ob. Schnee. Schnee, ey. Was hat der Chat denn noch geschrieben? So. Einiges. In einer Minute geht's los. Ist doch Weltuntergang, wenn es 10 Zuschauer sehen. Ja, 10 random Leute sehen das. Hier sehen es hunderte random Leute, sehen dich hier rumstehen. Also von daher. Naja, Selbstbestimmungsrecht bei dir muss, ist öffentlich, aber der Typ mit seiner Affäre gerade durch die Innenstadt bummelt gehen, möchte vielleicht nicht gefilmt werden. Ja, ist mir doch scheißegal, was er möchte. Europa und alles und das Land macht auch Dinge, was die Bürger nicht möchten. So, die Bürger wollen keinen Artikel 13. Ja, ja, ist scheißegal oder was, denken die sich? Die, weißt du so? Bürgerrechte sind ja hier CDU unter anderem auch scheißegal. Ja. Dann darf ich doch wohl mit meinen 5 Zuschauern einen Livestream machen, so, denke ich mir. So. Dann kann ich auch sagen, ist scheißegal, was der Bürger denkt. So, so nach dem Motto, weißt du, so. Ganz ehrlich. Ja, gut. Boah, der Wetter macht irgendwie so Depri, ey. Ja. Man darf nicht Menschen filmen, ohne dass sie davon wissen. Dann haben wir aber ein großes Problem. Wenn du nur TV-Sender siehst, die irgendwie ein Straßeninterview machen und Leute im Hintergrund lang gehen, die werden dann auch gefilmt. Wo ist das Limit? Ab wann darf man die Leute nicht mehr filmen? Oder auch Leute, die kommen so, das ist ein riesen Kamerateam, die springen in die Kamera rein und sagen, ey, ich will aber nicht gefilmt werden. Wo ich mir denke, ja, dann spring doch nicht da rein in die Szene. So, so total offensichtlich. So, und so Dinge. Ich will nicht gesehen werden, so nach dem Motto. Ja, wenn die Rechte, die offline gelten, auch online gelten sollen, schön nach Merkels Definition, dann, ja, dann darf ich auch mit dem Livestream rumrennen, dann darf mich auch jeder sehen, wenn das in öffentlich jeder darf. Ja, wenn das auch online gelten darf, dann darf ich das auch, wenn das schon offline gilt, dann darf es auch online gelten. So nach dem Motto. Weißt du, da kannst du dich argumentieren hin und her. Aber ganz ehrlich, ey, wir sind in 2019, wenn sich dann jemand wegen einer Kamera anstellt, nur weil er gesehen wird in der Öffentlichkeit, dann ganz ehrlich, ey. So genug gerantet. Also
Im Hintergrund läuft die ganze Musik, ich hoffe, du bemerkst es. Ja, die Musik, die wird nicht so aufgenommen durch die Kamera. Aber das ist so typisch irgendwie Instinkt, glaube ich, von den Menschen. Die sehen die Kamera und denken, oh shit, weg, nachher bin ich groß im Fernsehen und meine Mutter sieht mich und ich habe irgendwas Falsches gesagt. So nach dem Motto kommt mir das vor. Sag, was macht die schwarze Band an das Regierung? Wie machen wir Studiengebühren? Hier die Wahlwerbung. Bitte ziehen Sie. Bitte ziehen Sie. Und ganz ehrlich, ich habe SPD auch schon gewählt und nicht irgendwie, weil ich mir dachte, so, ja, ich weiß sonst nicht. Ich habe SPD auch gewählt. Ja, Steuersenkung. Die haben ja auch nicht schlechte Ansätze oder so. Aber wenn die sich jetzt einfach an die CDU einklinken, das ist eben das. Wenn es immer nur um Geld geht und um die. Ich habe mal beim Skifahren ein Kamerateam von RTL gesehen, die haben sich ja auch nicht alle Leute gefragt, die vorbeigefahren sind. Ja, richtig. Ja, das stimmt allerdings. Wenn du natürlich mit der Kamera auf die Leute zeigst komplett, dass die in der Szene sind. Ja, das ist was Schnee, anderes. Alter, meine Fresse, es ist April, ey. Ja, du denkst, du kannst im April. Ja, gut, genug gerantet jetzt hier. Und, ja. Aber ich finde gerade Frau Barley, so als Frau, wenn sie doch den Ruf verbessern will, so dass hier Frauenrechte und alles, dann ja. Gut. So Leute, eigentlich sollte es gleich losgehen. Meine Frage habe ich bereits auf die Karte geschrieben. Natürlich nicht so ausführlich, wie ich das gerne sagen würde. Ich hoffe, man kann da meine Schrift lesen, aber es wäre geil, wenn die Frage vorlesen und beantworten würde. Das wäre echt super, wenn das passieren könnte. Ich glaube, da vorne ist auch noch ein Stand. Ich glaube, ich komme einfach da vorne hin gleich. Ja, sollen wir da mal hingehen? Wir können uns ja da unten aufstellen. Weil Schnee wird langsam echt heftig. Hallo, wir können uns doch da runterstellen. Ja. Hallo. Wir können uns auch gar nicht. Ich habe einen Regenschirm dabei. Wollt ihr meine... Ich weiß nicht, ob wir zu dritt unter den Regenschirm passen. Zumindest mit dem Stream. Ja, aber ich will halt auch nicht unbedingt. Also ich will ja dafür, wir gehen dass Max da und ich uns den Regenschirm einfach teilen. Ich hab die Idee, Leute. Wenn ihr richtig unverschämt sein wollt, dann nie mehr SPD hier rufen. Ich glaube, dann wirst du vom Platz verwiesen, aber das ist auch assi so. Es gibt eine Grenze zwischen... das auf der Demo machen und im das Hintergrund hier machen. Ist okay, aber man darf Leute nicht direkt abfilmen. Das machen die Kamerateams vom Fernsehen auch manchmal. Auch ja, eben. Und was? Ne, beispielsweise hier läuft so, ich bin vom Fernsehteam, hier läuft so ein Marathon. Ja, dann richtig. Die direkt ab, beispielsweise, oh ja, der Duisburger-Marathon ist gerade hier sensationell und dann laufen die direkt ja, an die Kamera vorbei. Läufer, die unterschreiben ja vielleicht einen Vertrag, wo was drinsteht. Aber. Ja, aber ich filme trotzdem direkt drauf. Da muss ich nur eine Person irgendwie falsch bewegen, sodass sie direkt in die Kamera guckt und schon habe ich da Probleme eigentlich. Ja, und was ist... Ehrlich zu sein, bin ich zurzeit auch nicht in der Stimmung, um definitiv zu sagen, nie mehr SPD. Ja, aber ganz ehrlich, wenn die da einstimmig quasi gegen Artikel 13 stimmen und jetzt genau umgekehrt das Spiel spielen und sagen, ja, jetzt können wir es auch durchwinken. Nein, das sind Probleme. Das geht einfach nicht. Hinterm Rücken dann quasi... Es liegt nicht komplett an der SPD selber. Ja, natürlich nicht an jeden der SPD. So kannst du auch nicht sagen. Ich habe ja die Vermutung, dass die Person, der du die Frage gegeben hast, sich schon aussortiert hat. Es liegt auch ein bisschen daran, wie die Demokratie halt funktioniert. Dann hätte ich vielleicht da A13 schreiben sollen. Dann wäre es nicht auch ins Auge gefallen, dass er mit Artikel 13 gemeint ist. Hängt halt auch einfach ein bisschen damit zu tun, wie die Demokratie funktioniert in Deutschland. Ja, Michi, das kann schon gut sein, dass die Frage dann... Und mal nochmal kurz, um dieses Film zurückzukommen. Was hat ein Recht, ein Kamerateam, dass die das dürfen, in der Öffentlichkeit filmen? Hier mit DSGVO-Gedöns. Was haben die mehr Rechte an den Ja, das ist so eine Demo, also dürfen wir da durch. Nein, mal ganz ehrlich. Was haben Kamerateams und sowas für mehr Berechtigung, dass sie das filmen dürfen? Weil wenn du eine Privatperson bist, selbst wenn du irgendwie die Rundfunklizenz oder sonst was hast. Wenn du eine Rundfunklizenz hast, als Beispiel. Was hast du dann... Selbst dann hast du ja keine Rechte, theoretischen Livestream privat zu machen in der Öffentlichkeit. Was haben dann da mehr Fernsehsender mehr Rechte dran? So, die müssten theoretisch auch jede Person fragen, wenn man mal ehrlich ist. Deswegen diese ganze Diskussion, ich meine, wir haben es 2019, so, da soll, ja. Ich bin wieder da, alles da. Oh je, copyrighted music, naja, okay.
Die zahlen mehr Geld in den Staat. Ja, es geht letztendlich immer um Kohle. Wenn man so den Satz hört, wenn man noch jünger ist oder so, oder jünger war halt, ja, es geht immer nur um Geld. Ja, letztendlich geht es das leider. Das ist die traurige Wahrheit. Es geht immer nur um Geld. Scheiß auf Rechte, scheiß auf Leute, theoretisch. Es geht immer nur mit Hintergrund um den Geld. Und das ist richtig, richtig, richtig traurig. So. Hat's wieder aufgehört? Ich glaube, die wird gleich in der Mitte stehen. Ne? Ah, hat aufgehört. Schon mal den besten Spot hier. Habe die Szene eben nicht gesehen. Wer hat sich denn beschwert? Ja, theoretisch Leute hier vom RTL-Kamerateam haben das zum Beispiel gesagt. Ja, ist natürlich nass hier alles. Egal. Max, mach mal die Bank sauber. Was? Mach mal die Bank trocken. Dein Ernst? Na, Spaß, nein! Nein! Jetzt wirklich kein Problem. Ich setz mich da drauf. Ah. Okay. Mal schauen, ob die Frage überhaupt vorgelesen wird. Oder wirklich aussortiert wird, man weiß ja nicht. Wäre traurig, wenn sie aussortiert. Junge, ich bleib gleich zusammen hier. Gleich hit die Barcode. Ist eh copyrighted Music. Ich wette, die haben das echt so geplant. So, hey, wir spielen ausschließlich copyrighted Music. Yay. Nein, glaub ich nicht. Dann werden die Livestreams alle gesperrt. Auf jeder Wahlveranstaltung. Ich weiß, aber das ist ja trotzdem streng genommen Musik, die noch nicht bekannt werden kann. So, ich muss sagen, ich habe mich eben, weil sie quasi nicht aufgeregt, aber ja, es ging halt ab. Leute im Vorbeigehen ist, denke ich, okay, aber nicht direkt sie und was sie sagen. Ja, aber wo sind die Grenzen? Ab wann darf man beim Vorbeigehen eigentlich... weißt du, wieso ist Vorbeigehen? Vielleicht möchte ich gar nicht beim Vorbeigehen gesehen werden. Vielleicht sieht man mich da auch zu sehr oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Wer sagt denn, ja, man muss im Vordergrund stehen? So, weißt du, so... Streng genommen, laut DSGVO ist noch nicht mal Leute im Hintergrund erlaubt. Und es gibt, man weiß ja nicht, ab wo die Grenze ist. Genau das Problem, wenn sie noch scheiße. Deswegen macht das Ganze keinen Sinn. Mit nicht filmen. Wenn man jetzt so die Kamera ins Gesicht hält von fremden Leuten und dann irgendeine Scheiße labert, ist das nochmal was anderes. Oh je, I love trains, du hast Pläne für die Weltherrschaft. Das ist jetzt kritisch, Kai. Wir können die Weltherrschaft nicht an uns reißen. Hast du das neuerdings im Tipp gesehen, dass man so anderen Leuten direkt die Kamera ins Gesicht halten soll? Manche Leute machen das bestimmt. Das hat man nicht gesehen. Keine Sorge. Ja, ich stalk dich. Du kannst jetzt noch wieder rufen, dass du gar nicht gefilmt werden willst. Dann muss ich alles löschen, wo du jemals drin zu sehen warst. Hören Sie auf, mich zu filmen. Das ist eine Straftat. Okay. Ja, nochmal. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Europa ist die Antwort. Darüber reden wir heute hier in Duisburg bei, wie schon erwähnt, äußerst erfrischenden Temperaturen. Im Anmarsch ist Katharina Barley, wir werden sie gleich begrüßen, aber ich habe schon den ersten Gast hier oben auf der Leinwand. Das ist Ihr Europaabgeordneter und auch bei der Europawahl Ihr Kandidat. Herzlich willkommen, Jens Geier. Vielen Dank. Haben Sie gegen? Wisst ihr noch, ob der für oder gegen Artikel 13 gilt? Betreuungsbereich ist der nördliche Niederrhein und das westliche Ruhrgebiet und somit eben auch Duisburg. Mittendrin. Genau, dann bin ich beim Thema. Wir sind hier in Duisburg, Jens Geier, und hier, diese Stadt ist sowohl bekannt ja als Stahlstadt, aber auch ist sie Handelsstadt. Und was genau hat das jetzt mit Europa zu tun? Also Duisburg ist immer noch der größte Stahlstandort Europas, und vielleicht habt ihr nicht mehr den größten Binnenhafen der Welt, aber Europas habt ihr auch. So, und wenn ich jetzt mir bisschen angucke, wie das in der Vergangenheit so gewesen ist, dann war Duisburg als Stahlstadt ja noch viel größer. Ich war als ganz junger Sozialdemokrat dabei, als drüben in Rheinhausen
die Hütte zugemacht wurde. Da haben wir da gesessen und haben die Kolleginnen und Kollegen von dem Hüttenwerk unterstützt im Kampf um ihre Arbeitsplätze. Den haben wir verloren. Aber heute ist auf diesem Gelände Lockport und damit wieder genauso viele Arbeitsplätze wie vorher bei dem Stahlwerk waren. Und die Tatsache, dass der Hafen so gut funktioniert, der Handel so gut funktioniert, hat natürlich was mit der Europäischen Union zu tun, weil ohne freien Handel, ohne offene Grenzen, ohne die Abschaffung von Zölle, dann wäre der Logistiksektor nicht so stark geworden, wäre Handel nicht so stark geworden, wäre Duisburg nicht so stark im Bereich des Handels und Logistik, wie es heute ist. Also die Europäische Union hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass diese ganzen Arbeitsplätze überhaupt entstehen konnten. Ja, Europa, man darf durchaus sagen, es sind schwierige Zeiten. Ja. Und nicht nur was Europa betrifft, Großbritannien ist ja hinlänglich bekannt, will aus der EU raus. Dann gibt es in den USA einen Trump, der will Handelsschranken errichten. Müssen wir jetzt hier auch in dieser Region einen Voss befürchten, dass Arbeitsplätze dann gibt es in Deutschland einen Voss? Ja, das kann natürlich passieren, der weil will das Internet zerstören. Die wichtigsten Handelspartner Deutschlands, die wichtigsten Handelspartner vor allen Dingen Nordrhein-Westfalens, das wissen wir mittlerweile. Wenn der Brexit tatsächlich eintritt, im Moment bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, ob der wirklich kommt, dann trifft dieser Brexit Nordrhein-Westfalen am härtesten, weil unsere Wirtschaft am engsten mit Großbritannien verflochten ist. Das heißt, wenn da die Handelslinien reißen, wenn das länger dauert, wenn das teurer wird, weil Zölle plötzlich erhoben werden, dann kriegen wir ein wirtschaftliches Problem, dann werden wir Arbeitsplätze verlieren. Das ist einer der direkten Punkte, die daraus folgen. Und Trump bedroht uns mit einem Strafzoll von 25% auf europäische Autos. Im Prinzip meint er natürlich deutsche Autos, weil wenn man da in USA sich mal den Straßenverkehr anguckt, dann sieht man schon BMW und Mercedes und andere deutsche große Marken, aber nicht so viel Fiat und Citroën. Also eigentlich meint er uns. Und wenn er das durchsetzt, da müssen wir reagieren. Und dann werden wir stärker sein in der Partnerschaft mit unseren europäischen Nachbarn, weil wir bringen mit 27, 28, ist noch offen, aber wir bringen auf jeden Fall mehr PS auf die Straße gemeinsam als in der Handelspolitik, als wir das alleine können. Und deswegen, wenn der das durchsetzt, ja, das ist ihm zuzutrauen, dass er diesen Handelskonflikt vom Zaun bricht, dann müssen wir reagieren und das wird die EU dann auch tun, gemeinsam mit den anderen, aber es wird sich konkret in wirtschaftlichen Problemen, im Verlust von Arbeitsplätzen niederschlagen, vor allen Dingen da, wo Grundstoffindustrie ist, Stahl, klar, braucht man auch zum Autobau, und wo viel am Handel hängt. Und das ist Duisburg, also der Einschlag droht. Okay, ich möchte noch ein bisschen beim Thema Arbeit bleiben, auch viel diskutiert. Wie schaffen wir es denn dennoch in Europa, faire Arbeitsplätze zu schaffen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir haben in der Vergangenheit zu oft erlebt, dass wir eine Baustelle hatten, wo ein deutsches Unternehmen arbeitete und daneben eine Kolonne von sogenannten entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus einem anderen EU-Land. Also der Auftrag ist zum Teil an ein Unternehmen aus einem anderen EU-Land vergeben worden, die entsenden dann ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Und dann haben wir eine Situation, wo wir plötzlich auf einer Baustelle zwei Systeme haben. Zwei Löhne, zwei Sozialversicherungssysteme und oft genug dann auch eine Situation, wo die Kolleginnen und Kollegen aus dem anderen EU-Land unter ganz, ganz schwierigen sozialen Verhältnissen zu leiden haben. Die sind sehr oft massiv ausgebeutet worden und damit auch Lohn- und Sozialdumping stattfindet und hat eben dann auch die Deutschen leiden. Weil ein kleines, mittleres Bauunternehmen, das kann sich halt nicht wehren, wenn da jemand aus dem EU-Ausland kommt mit einem Dumpinglohn. Deswegen war Ziel der Sozialdemokratie im Europäischen Parlament gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Und das haben wir jetzt endlich vor einem Jahr durchgesetzt. Das wird jetzt auch deutsches Recht, das wird auch portugiesisches Recht, das wird auch polnisches Recht. Das heißt, da haben wir einen richtigen sozialen Fortschritt geschafft. Das sichert auch Arbeitsplätze. Wollten sich nicht unbedingt viele kleine und mittlere Unternehmen an die Seite der Sozialdemokratie stellen und sagen, ihr macht das richtig, aber sie haben uns gesagt, lasst nicht locker, ihr kämpft für Arbeitsplätze, ihr kämpft auch für die mittelständische Wirtschaft an der Stelle. Und da haben wir einen richtigen Erfolg eingefahren und da wollen wir weitermachen, indem wir sagen, soziales Europa stärken.
Juncker hat uns was versprochen, was er nicht eingehalten hat. Der hat im Prinzip die Leute beschissen. Er hat gesagt, er will ein soziales AAA für die Europäische Union. Das ist so ein Begriff, der eigentlich benutzt, wenn man Wertpapier verkaufen möchte. Das ist AAA, das Beste vom Besten. Also er hat gesagt, seine Politik wird dafür sorgen, dass die EU das Beste vom Besten in der Sozialpolitik wird. Und das ist nun wirklich nicht eingetreten. Was wir jetzt wollen, ist ein System von Mindestlöhnen in allen Staaten der Europäischen Union, damit das verdammte Lohndumping aufhört. Was wir wollen, ist, dass die Staaten der EU verpflichtet werden, mehr Geld in ihre Sozialversicherungssysteme und ihren Bildungssektor zu stecken. Das ist gut für die Menschen und das ist auch gut, weil es das Dumping und damit unfaire Konkurrenzbedingungen in der Europäischen Union abschafft. Das haben wir uns vorgenommen in der nächsten Legislaturperiode. Und das Geld dafür, da wissen wir auch schon, wo wir es herholen, weil es gibt zu viele Unternehmen, internationale Unternehmen, die zu wenig Steuern zahlen, die sich einfach legal darum herumdrücken, ihre Gewinne anständig zu versteuern, indem sie die Gewinne übertragen auf ein Mutterunternehmen, das dann irgendwo sitzt, wo man ganz wenig Steuern zahlen muss. Und ich bin nicht mehr bereit zuzugucken, wie der Bäcker hier in Duisburg an der Ecke mehr Steuern zahlt als Amazon in Rheinberg. So kann das im Prinzip nicht weitergehen. Und da werden wir keine Ruhe mehr geben, bis da nicht endlich Steuergerechtigkeit einzieht. Ja, ich will noch eine weitere Frage stellen. Viele Europa, ein Thema, wo viele Menschen sagen, naja, ist ja nicht so. Sie sind seit vielen Jahren engagiert im Europaparlament, in den Ausschüssen. Wo muss die Leidenschaft stecken für dieses Europa? Also, ich glaube, wenn man so ein bisschen in sich hineinguckt, dann findet man ihn schon. Also wer sagt denn, ich will mich wieder mit den Nachbarn in eine Wolle kriegen? Wir haben jetzt ein Jahrhundert hinter uns gebracht, wo wir die erste Hälfte zwei verheerende Kriege miteinander geführt haben. Oft genug gingen die von Deutschland aus. Und in der zweiten Hälfte haben wir gesagt, jetzt machen wir mal anders, jetzt hauen wir uns nicht mal auf den Kopf, sondern jetzt versuchen wir es mal mit Kooperation. Seitdem guckt dieses Land auf die letzte Friedensperiode seiner Geschichte. Also wer will denn wirklich Streit mit dem Nachbarn? Wer will denn wirklich, dass wir wieder Grenzkontrollen haben? Wer will denn wirklich, dass wir ärmer werden, weil wir Arbeitsplätze verlieren, weil die wirtschaftlichen Beziehungen reißen? Wer will denn wirklich, dass wir nicht gemeinsam voranschreiten in der Europäischen Union mit diesem Modell des europäischen Wohlfahrtsstaates, den uns keiner eigentlich nachgemacht hat in der Welt? Und ich bin der Überzeugung, es will auch keiner, dass wir uns aus Moskau oder aus Washington oder aus Peking irgendwelche Vorschriften machen lassen. Und alle diejenigen, die das eigentlich so Hallo, sehen, wie ich, sind eigentlich, sind sie vielleicht auch noch nicht gemerkt Frau haben, Bali, überzeugte Europäerinnen und Europäer. Und das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Und dann kann man auch sagen, ja, diese europäische Zusammenarbeit, das ist etwas, was ich eigentlich auch richtig finde. Deswegen gehe ich am 26. Mai zur Wahl. Ja, sehr gut. Wir haben ja noch so circa 6 bis 7 Wochen bis zum Wahltermin, das ist der 26. Mai. Wie gestalten Sie diese 6 Wochen? Wie überzeugen Sie die Menschen hier rund um Duisburg? Also indem ich ganz, ganz viel unterwegs bin. Sie haben am Anfang aufgezählt, wo ich als Kandidat den Wahlkampf trage. Das ist so das Äquivalent von 10 Bundestagswahlkreisen. Das heißt, ich kann also nicht überall zugleich sein. Aber ich bin verdammt viel unterwegs in den nächsten Wochen. Ich werde auch ganz kurz auf dem Duisburg sein. Und ich werde mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und bisher habe ich eigentlich immer ganz überzeugend wirken können für meine Sache. Ich will das weiter tun mit der Unterstützung von ganz, ganz vielen Freunden, die dabei helfen. Da ist die Duisburger SPD mit ihren Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern. Da ist gerade unser Landesvorsitzender gekommen, der Sebastian Hartmann, der dabei mithilft. Und da kommen noch ganz, ganz viele andere mehr, die dabei mithelfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein richtig gutes Wahlergebnis am 26. Mai kriegen. Und das braucht Europa auch, weil wir können diese großartige Idee nicht denen überlassen, die sie kaputt machen wollen. Ja, vielen Dank, Jens Geier. Und natürlich ganz viel Erfolg am 26. Mai. Wir bleiben hier unser Gast, denn wir erwarten ja noch Katharina Barley, aber richtigerweise hat er schon erwähnt, herzlich willkommen hier bei uns in Duisburg, der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD, Sebastian Hartmann. Der wird jetzt auch ein Grußwort an uns richten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben ein wunderbares Wetter, es regnet nicht. Katharina Barley ist unterwegs und verteilt Rosen. Wir sind auf dem kurzen Weg von der Mercatorhalle hierhin.
und wir werden in ein Gespräch nach dem anderen verwickelt, weil es geht um unser Europa. Es bewegt, das Thema Europa ist in aller Munde. Deswegen dauert es noch einen Moment. Ich mache jetzt hier nicht den Pausenfüller, Pausenfüllerin, aber Katharina Barley wird gleich kommen, zusammen mit Ralf Jäger, der Vorsitzende der SPD in Duisburg. Bärbel Baas ist dabei, die Vorsitzende, die Kollegin aus dem Bundestag, genauso wie Mahmut Özdemir oder Frank Börner. Wir sind einige, die hier sind. Es war eine gute Veranstaltung. Wir haben schön diskutiert, auch über das soziale Europa. Wir haben Gäste aus Belgien da. Wir haben Gäste aus Österreich, die mit uns gesagt haben, das starke Europa ist auch immer ein kommunales Europa, wo wir auch Städte und Gemeinden, Kreise und die Stärken auch da stark machen. Das ist etwas, was wir natürlich in Duisburg auch nochmal deutlich gesagt haben, dass in unserem Europa auch die Kommunen einen Platz haben, Duisburg allen voran. So, jetzt freuen wir uns gleich auf Katharina Barley. Ich schätze mal, es dauert noch 10, 15 Minuten und dann wird sie auch gleich weitergehen. Ja, herzlichen Dank, wir werden sicherlich gleich nochmal greifen. Da werden wir jetzt noch einige Minuten warten und suchen in der Zeit das Gespräch. Das ist diese Wahlwerbung. Und versorgen Sie sich mit heißem Kaffee das und warmen Waffeln und hübschen blauen Transportern. Kommt, ist das erhältlich? Zusammen. Und dann reden wir gleich weiter pervers, oder? Über Europa, ja. Über die Europawahl. Ja, Europa auf dem Kondom stand ja auch zusammenkommen. Auf dem Kondom, auf dem Werbekondom von der SPD stand zusammenkommen. Ist das deren Punkt? Ja. Wow. Wobei es ist Copyrighted Music von den Usos selber. Copyrighted Music. Copyrighted Music. Boah, ohne Scheiß meine Hände, ey. Ich zitter richtig, weil richtig kalt ist, ey. Ah. Sollen wir kurz auf die Nähe, dann haben wir gleich nicht den nicesten Spot. Das ist eigentlich auch voll dumm. Aber die Musik ist auf jeden Fall gecopyrighted. Das ist, ja, also Roman leicht. Oh, da, 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 da. So. Ja, was sollen wir machen? Ich zoome erstmal hier wieder raus. Schnee. Peace, ja. Hallöchen. Also ich habe meine Frage schon auf eine Karte geschrieben für die Frau Barley. Dann müsstet ihr, glaube ich, ein bisschen zurückspulen, wenn ihr wissen wollt, jetzt schon, was genau ich sie gefragt habe. Ich hoffe natürlich, die Frage wird vorgelesen und ja, nicht, dass sie direkt aussortiert wird, weil das irgendwas mit Artikel 13 ist. Ich bin echt auf Ihre Antwort gespannt, wenn die Frage dann vorgelesen wird und beantwortet dementsprechend. Also wenn man weiß, selbst wenn sie beantwortet wird, ist das so die Frage bei Politikern, die immer das schön umschreiben und dann dies und das und gar nicht richtig auf die Frage eingehen, aber ja. So. Da. Wir stehen immer auf, oder? Noch mal ein bisschen in die Sonne. Ein bisschen in die Sonne gehen hier. Mein Hintern ist. Oh, geht in your shadow. Oh nein. Ah, schön die Sonne. So. Zumindest ist das Netz hier gut, wenigstens eine gute Sache. Ja. Ah, die Sonne, die wärmt schon richtig. Boah, ich taue gerade auf, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie, ja, wir haben ja noch einen Schatten gesessen. Ja, eigentlich genau da, wo der Spot ist, ist, wo ich saß, ist der Schatten von dem Gerüst. Saß. 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 Soß. Soß. Boah. Hasse. So. Liebe Rednerin, Lena. Party in my mind. Walking in your shadow. Ja, das ist scheuer. Walking in your shadow. Das ist so eine, hey, das ist voll die Jazzmusik nur für VIPs. Das ist mein Solo. Das ist mein Solo. Die VIP, walking in your shadow. Eating spaghetti. Dancing the night all day long. Was? Dancing in the night all day long, genau. Genau das ist der Songtext. Was steht denn da? Klär uns mal auf. Steht da was Wichtiges? Steht
erzählt er irgendwas, dass sie, oh, ich bin die Frau, ich habe gegen Artikel 13 nicht gestimmt, weil ich mich nicht getraut habe. Für mich auch Familie geblieben. Internet ist genauso für mich Neuland wie Merkel. Wir haben zwar dagegen gestimmt im EU-Plenum, aber das ist uns egal. Ja, lal, uns geht's mehr um die Kohle, Lule. Nein, okay. Weißt du, ja, mach mal ein Selfie. Weißt du das? Jetzt Selfie, Roland. Das darf man doch gar nicht mehr. Weißt du, das, was Twitch das ist? Ich hab twitch.tv darauf geschrieben, da denkt sie wahrscheinlich, egal. Hätte ich vielleicht noch Plattformen rausschauen sollen. Nee, es wäre viel besser gewesen, mit hätte ich sie so ich hätte gerne können. Gefragt, ist mein Kinox auch betroffen? Lol, dein Ernst. Nee, aber es wäre besser gewesen, hätten die Mikro rumgereicht oder so, ein Funkmikro. Ja, aber da, vielleicht haben die dafür dann keine Zeit oder so. Ja, dann könnte man aber eine Frage stellen und die viel besser erläutern. Als wenn du das Ganze auf nur einen Zettel schreibst. Ja, wie gesagt, dafür ist dann vielleicht keine Zeit. Oh, der Song ist schon vorbei. Halt mal bitte den Stream kurz, ich muss meine Nase putzen. Ah, guck mal. Erste Schwächelung. Lass die Kamera einfach so. So ist doch viel besser, oder nicht? Das sind aber von der Shopmeile die Fahnen, ne? Das sind keine SPD-Fahnen. Content! Ich hab Content! So, Jens, legst du dich jetzt hier auf den Boden? Jens, du hast schon 2,2 Gigabyte. Ja, von wie viel? 5 oder was? Ich hoffe, dazu kommt es heute noch, dass wir das im Stream präsentieren können. Aber wir bleiben doch nicht bis zum Schluss, oder? Weiß ich nicht, wie lange das geht. Bis 18 Uhr hat er gesagt. Was? Ja, die Fragen werden beantwortet um 16 Uhr. Er hat gesagt, er muss bis 17 Uhr mit dem Wagen hier bleiben und ist 18 Uhr zu Hause. Aber wahrscheinlich wird das dann schon kurz jetzt liegt vor. Jetzt liegt meine Frage wahrscheinlich ganz unten. Okay. Immer schön auf die Gesichter und auf die Leute, ne? Wir können vielleicht also von bis 14.30 Uhr oder 15 Uhr können wir vielleicht bleiben. Ich habe auch keinen Lust den ganzen Tag. Dieser Autofokus, der ist unglaublich gut. Ja, sag ich ja. Die Weitwinkelkamera. So, meine Damen und Herren, und das Warten hat sich gelohnt. Wir sehen Sie auf den Platz kommen und sagen: Herzlich willkommen heute hier in Duisburg, Katharina Barley. Mit Ihrer Begleitung der Vorsitzende der SPD Duisburg, Ralf Jäger. Ja, jetzt sind wir von der Seite, weil da vorne jetzt besetzt ist. Reserviert. So, liebe Duisburgerinnen und Duisburger, die Sonne scheint, das ist das Stichwort von Jens Geier, unserem Europaabgeordneten. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam zusammen Katharina Barley, die Spitzenkandidatin für das Europäische Parlament der Deutschen Sozialdemokratie. Liebe Katharina, wir haben gerade schon berichtet, dass du noch Hosen verteilt, dass du mich nicht gar nicht gehen lassen wollte, weil jede und jeder ein Selfie mit dir machen wollte, ein Foto. Und du bist die Europäerin. Du hast gerade mit uns eine tolle Veranstaltung gemacht über die starken Kommunen mit den Oberbürgermeistern, den Bürgermeistern. Meine Damen und Herren, wir freuen uns als nordrhein-westfälische SPD, dass Katharina Barley, unsere Bundesjustizministerin und Verbraucherschutzministerin, hier ist und mit uns diesen Tag in Duisburg begeht. Liebe Katharina, du hast das Wort. Schön, dass du da bist. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Sebastian. Liebe Duisburgerinnen und Duisburger, also dieses Format, was wir uns hier überlegt haben, womit wir in die Fußgängerzonen gehen, das soll so aussehen, dass ich euch erstmal ein bisschen oder Ihnen auch erstmal ein bisschen erzähle, was von mir und was ich mir so vorstelle für Europa. Aber gerne auch, dass wir danach noch sehr viel miteinander reden, weil ich bin selber erst seit 5 Jahren sozusagen Profi-Politikerin und ich fand es immer schrecklich, wenn ich immer nur Bescheid werde und von vorne sozusagen angeschrien werde und dann geht man wieder nach Hause. Mir ist wichtig, dass wir nachher auch wirklich noch ein bisschen miteinander reden. Aber erstmal will ich etwas von mir und von Europa erzählen, denn wie die meisten hier vielleicht wissen, bin ich ja im Moment Justizministerin in diesem wunderschönen Land und das ist ein ausgesprochen schönes Amt. Und bei ganz vielen treffe ich dann erstmal auf die Frage, ja warum, um Himmels Willen, gibt man denn dieses schöne Amt ab, um nach Europa zu gehen? Und das möchte ich gerne beantworten. Der erste Grund ist, weil ich wirklich von Kopf bis Fuß Europäerin bin und Europa mein ganzes Leben prägt. Das fängt in meiner Geburt an. Mein Vater ist Brite, meine Mutter ist Deutsche. Ich war auch die ersten Jahre meines Lebens tatsächlich
erstmal nur Britin und keine Deutsche, habe ich erst spät rausgefunden, weil damals die Herkunft vom Vater noch mehr entschied als die Herkunft von der Mutter. Haben wir zum Glück inzwischen geändert. Ich habe dann im Studium ein Jahr im Ausland verbracht, in Paris. Ich habe da einen Mann kennengelernt, dessen Vater Spanier und dessen Mutter Niederländerin ist. Den fand ich gut, er mich auch, und ich habe ihn mit nach Hause genommen sozusagen. Und wir haben dann zwei wundervolle Söhne bekommen, und diese beiden wundervollen Menschen, die inzwischen 15 und 22 Jahre alt sind, haben also vier Großeltern aus vier europäischen Ländern. Ich glaube, sehr viel europäischer kann man in der Familie auch wirklich nicht mehr werden. Und wir leben glücklich geschieden, uns immer noch sehr gut verstehend, alle in vier Ländereck. Ich wohne in der Nähe von Trier, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Frankreich, kann man an einem Tag mit dem Fahrrad durchqueren, wenn man einigermaßen gut drauf ist. Also will sagen, Europa hat mein ganzes Leben geprägt und hat auch geprägt, warum ich letztendlich in die Politik gegangen bin. Denn für mich ist Europa immer ein prägendes Thema, auch politisch gewesen. Und da, ich sage es gleich vorneweg, auch immer dieser Aspekt, dass wir in diesem großen Verständigungs- und Friedensraum leben. Ich will das vielleicht an einer ganz kleinen Begebenheit erläutern. Ich glaube, viele hier haben in ihrer eigenen Familiengeschichte solche Begebenheiten, warum Verständigung wichtig ist und warum deswegen auch Europa wichtig ist. Bei mir war es so, mein Vater ist Jahrgang 1935 und der ist aufgewachsen in einem kleinen, ganz, ganz kleinen Dorf, 6 Kilometer vom einzigen Pilotenausbildungsstandort der Royal Air Force entfernt. Und als er kleiner Junge war, Ende der 30er, Anfang der 40er, hat er diese Bomber bewundert, die immer von dort aufstiegen. Mit so einer kindlichen Freude. Ehrlich gesagt, der friedliebendste Mensch, den ich kenne, aber er findet diese Bomber heute noch ganz faszinierend. Meine Mutter ist Jahrgang 1940 und die floh mit ihrer Familie 1944 durch Dresden, vom Zittau durch Dresden und kam dadurch einen Tag nach der Bombardierung Dresdens durch die Briten. Und dieses Bild, dass die Bomber, die mein Vater als Kind bejubelte und schön fand, fast meine Mutter getroffen hätten, was dazu geführt hätte, dass ich jetzt natürlich auch nicht hier wäre. Das ist eines der ganz prägenden Momente in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sowas meinen Kindern nie wieder passiert, dass wir diese 70-jährige Friedensphase, die wir jetzt haben, auch noch weiter ausdehnen können. Und damit komme ich zum zweiten Grund, warum ich jetzt dieses wundervolle Amt als Justizministerin aufgebe und nach Europa gehe. Nach Brüssel gehe, Europa ist ja hier überall. Das ist der Zustand, in dem sich die Europäische Union gerade befindet. Denn er muss uns Sorgen machen. Wir haben ganz, ganz viel erreicht in dieser Europäischen Union, aber trotzdem gibt es Menschen, die an ihr ziehen und sie auseinanderbringen wollen. Das sind Kräfte von außen. Der amerikanische Präsident gehört dazu, China gehört dazu, Russland gehört dazu. Alle, die ein Interesse daran haben, dass dieses Europa eben nicht stark ist und nicht einig ist. Und dann gibt es Kräfte im Inneren der Europäischen Union, auch im Inneren unseres eigenen Landes. Rechtspopulisten, die sich festgekrallt haben in unserer Gesellschaft und die dieses Europa anders haben wollen, als wir es wollen, jedenfalls ich es will, vor dem Hintergrund, den ich gerade geschildert habe. Die wollen ein Europa, wo jedes Land in erster Linie mal an sich denkt, wo es eben nicht darum geht, gemeinsam ein Haus zu bauen, in dem alle besser leben können, als wenn es dieses Haus nicht gäbe, sondern die ein Europa wollen, wo es à la Trump nicht mehr American First heißt, sondern France First oder Hungary First oder Germany First oder was auch immer. Und das müssen wir uns schon vor Augen führen. Das ist ein ganz anderes Konzept von Europa. Es ist eine ganz andere Vorstellung von Europa. Ich bin ja nun als Ministerin sehr, sehr viel auch in Brüssel unterwegs. Und wir haben diese europäischen Räte, wie man die nennt. Also wo man mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Mitgliedstaaten diskutieren muss. Das ist echt anstrengend, kann ich Ihnen sagen. Und das ist auch nicht frei von Konflikten. Dankeschön. Aber es ist die einzige Art und Weise, wie wir mit unseren 28 Mitgliedstaaten, leider bald vielleicht nur noch 27, zu Kompromissen kommen können und dazu kommen können, dass wir gemeinsam weiter nach vorne schreiten. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir auf Augenhöhe mit Respekt miteinander umgehen in diesem Europa.
Jetzt habe ich schon mit einem Wort angesprochen, was mir natürlich das Herz zerreißt als Britin, halbe Britin, ist dieser Brexit. Und dieser Brexit ist ein Resultat dessen, wenn man auf Populisten hört. Denn die das angerichtet haben, die hatten überhaupt keine Hemmungen, das, was besteht, kurz und klein zu schlagen. Aber die haben überhaupt keine Ahnung, was sie jetzt tun sollen, wie sie das wieder aufbauen sollen, wie sie das reparieren sollen, was sie da angerichtet haben. Und genau das ist es, was allen Populisten gemein ist. Die können unheimlich gut sagen, was alles schlecht ist und was man zerstören muss. Aber sie haben kein Rezept dafür, wie man etwas besser machen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass gerade bei dieser Wahl, das ist eine Schicksalswahl, das ist eine Richtungswahl, dass wir gerade bei dieser Wahl die demokratischen, die rechtsstaatlichen Kräfte stützen. Und dazu gehört natürlich in allererster Linie die Sozialdemokratie, die schon seit 1925 die Vision der Vereinigten Staaten von Europa hatte. Jetzt will ich noch eine Geschichte erzählen. Jetzt will ich noch eine Geschichte erzählen, wie es dazu kommen konnte zum Brexit. Es gibt ganz viele Geschichten dazu zu erzählen, aber ich erzähle noch mal eine aus der Heimat meines Vaters, wo er groß geworden ist. Das nennt sich Lincolnshire. Das ist seine Grafschaft in Mittelengland, sehr, sehr landwirtschaftlich geprägt. Und wir leiden sehr darunter als Familie, dass es die Grafschaft ist mit dem höchsten Zustimmungsanteil zum Brexit. Über 65%. Städte mit 75%. Und wenn man die Leute fragt, warum ist das so? Warum habt ihr dafür gestimmt? Die haben überhaupt kein Problem mit Flüchtlingen dort. Die haben ein Problem, weil sie landwirtschaftlich geprägt feststellen, hier kommen ganz viele Menschen aus anderen Ländern. Erntehelfer, osteuropäische meistens. Ich komme von der Mosel, ne? Weinbau. Wir haben auch ganz viele Erntehelfer und wir wissen, ohne die geht es auch gar nicht. Aber diese Leute da in Lincolnshire, die hinten sagen, steht der Herr Frank, ja klar, die müssen auch da sein, aber irgendwie, die arbeiten für weniger Geld und die arbeiten länger und das ist Konkurrenz für uns, wir fühlen uns nicht geschützt. Und deswegen ist unser Anliegen, unser sozialdemokratisches Anliegen, wir müssen aus diesem Wirtschaftsraum Europa, der er bisher ist, so wurde er gegründet, ein reiner Wirtschaftsraum, müssen wir endlich auch einen sozialen Raum machen, ein soziales Europa, wo es nicht nur darum geht, die Unternehmen anzuschauen, sondern eben wirklich die Menschen. Und da gibt es ganz viele Dinge, die man tun kann. Was haben wir in der SPD gekämpft für einen Mindestlohn? Ich weiß nicht, ob sich alle noch erinnern. Aber wir wissen alle, der ist zu niedrig. Gemessen an der Wirtschaftskraft, die unser wunderschönes Land hat. Wenn wir auf europäischer Ebene sagen, in jedem Mitgliedstaat muss ein Mindestlohn so hoch sein, dass man dort davon leben kann. Wir sagen 60% des Durchschnittseinkommens. Das erfüllen bisher nur Frankreich und Portugal, alle anderen Länder nicht. Dann hätte das einige Effekte. Es hätte zum einen den Effekt, dass Menschen ihre Heimat nicht mehr verlassen müssen, um woanders Arbeit zu suchen. Es hätte zum zweiten den Effekt, dass diese Menschen dann zum Beispiel in Lincolnshire nicht mehr als Konkurrenz wahrgenommen werden oder hier auf dem Bau zum Teil, wo ja das als Dumpingwettbewerb aufgefasst wird. Und zum Dritten hätte es den Effekt, dass überall, und zwar auch bei uns, wir endlich einen Mindestlohn hätten, von dem man wirklich leben könnte. 60% des Durchschnittseinkommens bedeutet für Deutschland einen Mindestlohn etwas über 12 Euro. Davon kann man leben und davon kann man auch eine Altersversorgung aufbauen. Und das sollten Mindestlöhne in Europa eigentlich leisten können. Und dafür stehen wir ganz klar ein. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Punkte. Soziales Europa heißt auch gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Männern und Frauen. Es heißt ordentliche Mitbestimmung in jedem Land, dass nicht Unternehmen ihren Sitz verlagern, weil der Betriebsrat so nervt und das woanders weniger der Fall ist. Es heißt gerechte Steuern, dass nicht nur die Buchhändlerin und der Bäcker ihre Steuern zahlen, sondern eben auch Starbucks und Amazon. Das gehört alles auch zu einem sozialen Europa dazu. Und schließlich, ich möchte, wie gesagt, nachher noch über ganz, ganz viele Themen mit Ihnen und euch reden. Ihr könnt alles ansprechen, was ihr gerne wollt. Aber ich möchte zum Abschluss noch sagen, wer nur einen Moment darüber nachdenkt, wie sich die großen Fragen dieser Zeit jetzt weiterentwickeln, dem muss doch klar sein, dass wir alleine die Probleme nicht mehr werden lösen können. Der Klimawandel, der macht doch nicht an Landesgrenzen Halt. Digitalisierung, es heißt nicht umsonst World Wide Web, weil das über die ganze Welt verteilt ist. Sicherheit in einem
in einer Welt, wo sich Menschen sehr aktiv bewegen, wo viel im Netz stattfindet. Natürlich ist es da so, dass auch Sicherheit über Grenzen hinaus organisiert werden muss. Bildung und Forschung in einer Welt, die globalisiert ist, in einer Wirtschaft, die globalisiert ist, müssen wir unsere jungen Menschen fit machen für die Zukunft, natürlich auch über Landesgrenzen hinweg. All das sind Fragen und Themen, für die wir Europa brauchen. Ein sehr kluger Mann, ein ehemaliger belgischer Ministerpräsident, hat mal einen sehr schönen Satz geprägt. Er hat gesagt, es gibt in Europa zwei Arten von Staaten. Es gibt kleine Staaten und Staaten, die noch nicht begriffen haben, dass sie klein sind. Und genau so ist es auch. Die Menschen, die wirklich ernsthaft glauben, dass zum Beispiel Deutschland alleine im Konzert der Großen gegenüber China, gegenüber den USA irgendwie Bestand haben könnte, sei es wirtschaftlich, sei es kulturell, von den Werten her, der irrt sich. Wenn wir uns zusammenschließen, sind wir 500 Millionen. Da können wir echt viel erreichen. Alleine, jeder für uns, können wir das nicht. Deswegen auf alle diese Fragen, die ich gerade angesprochen habe und noch auf sehr, sehr, sehr viel mehr, ist die sozialdemokratische Erklärung, die Sie überall jetzt angeschlagen sehen, das ist unsere Überzeugung. Europa ist die Antwort und deswegen stehen wir hier und kämpfen dafür. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Katharina Barley, mit einem Eingangsstatement hier zu Ihren Vorstellungen von Europa. Aber Katharina Barley hat es gesagt, vor allen Dingen Sie sollen hier heute zu Wort kommen, beziehungsweise Ihre Fragen sollen beantwortet werden. Und wir haben im Vorfeld schon Fragen gesammelt, schriftlich einige, von Leuten, die hier vorbeigekommen sind. Da wollen wir zunächst die zwei... Die ich alle noch nicht kenne, das ist jetzt nicht irgendwie geprobt. Nein, den Zettel habe ich exklusiv hier. Gleich haben Sie auch die Gelegenheit, noch direkt Fragen zu stellen, aber wir wollten eben auch dem Laufpublikum gerecht werden, sozusagen. Und zwei Themenblöcke stachen da besonders heraus. Und der erste ist, habe ich exemplarisch eine Karte genommen. Was wollen Sie dafür tun, damit meine Rente besser wird? Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Ja, ich habe es eingangs gesagt. Europa ist derzeit eben ein reiner Wirtschaftsraum und ist nicht ein Sozialraum. Das heißt, bisher sind die Fragen der Rente, welche die noch nicht auf der europäischen Ebene geregelt werden. Das heißt, wir müssen bisher die Rentenfragen auf der nationalen Ebene lösen. Da sind wir allerdings auch ziemlich gut unterwegs als Sozialdemokratie. Ich will da jetzt mal aus der letzten Wahlperiode nochmal die Rente mit 63 nach vorne stellen, von der sehr, sehr viele Menschen profitiert haben, die lange gearbeitet haben und früher abschlagsfrei in Rente gegangen sind. Und jetzt ganz aktuell das Vorhaben der Grundrente. Ich weiß nicht, ob das auch schon alle mitbekommen haben, wo Hubertus Heil jetzt gerade dabei ist, sie umzusetzen. Menschen, die lange gearbeitet haben oder Kinder erzogen haben oder gepflegt haben, aber in Berufen waren, wo man nicht so viel verdient hat. Es waren ja Zeiten, wo es noch keinen Mindestlohn gab. Oder gerade die Frauen in Teilzeit waren und deswegen nur sehr geringe Renten haben. Die kriegen im Moment oft nicht mehr als die Grundsicherung. Und das ist einfach zutiefst ungerecht. Wer sein Leben lang gearbeitet hat, der muss am Ende des Tages, wenn er in Rente geht, muss er oder sie auch deutlich mehr haben als Grundsicherung. Und deswegen führen wir diese Grundrente ein. Das wird, je nachdem, wie die Konstellation genau ist, ich habe im Kopf eine Friseurin, die ja oft sehr, sehr wenig verdient haben vor allem, die aber ihr Leben lang gearbeitet hat, die derzeit einen Rentenanspruch von 415 Euro hat, die würde tatsächlich nach dem Grundrentenmodell von Hubertus Heil eine Grundrente von über 900 Euro bekommen. Also es ist nicht irgendwie was Kosmetisches, sondern es ist wirklich so, dass man davon dann zwar auch nicht üppig, aber zumindest vernünftig leben kann. Und dann kommt die Union, jetzt muss ich mal einen Schwenker zu unserem Koalitionspartner machen, Koalition. Und sagt, wir brauchen eine sogenannte Bedürftigkeitsprüfung. Also wenn jemand sein Leben lang gearbeitet hat, dann müssen wir erstmal gucken, ob nicht vielleicht der Mann oder die Ehefrau so viel verdient, dass der das quasi abdeckt. Und da sagen wir als Sozialdemokratie, das kann es ja wohl nicht sein. Uns geht es darum, hier Lebensleistung anzuerkennen. Uns geht es darum, hier haben Menschen wirklich ihr Leben lang gearbeitet. Und gerade die Frauen, die haben doch ihr Leben lang dann ihrem Mann den Rücken freigehalten, haben Teilzeit gearbeitet. Und oft gab es die Kinderbetreuungsmöglichkeiten ja zu der Zeit auch nicht, dass man überhaupt Vollzeit hätte arbeiten können.
Also genau diese Menschen wollen wir doch erreichen. Und das wäre doch völlig widersinnig, wenn wir dann sagen, aber dein Mann kriegt genug Rente. Deswegen akzeptieren wir das nicht. Deswegen erkennen wir deine Lebensleistung nicht an. Deshalb muss das ohne Bedürftigkeitsprüfung passieren. Zweiter Bereich, Artikel 13, 17, würde das Livestreaming unmöglich machen. Leute auf zum Beispiel Twitch TV würden also ihren Beruf verlieren. Wieso also nicht effektiv gegen Artikel 13 vorgehen? Es werden Probleme generiert und nicht gelöst. Ja, also das muss ich jetzt vielleicht ein bisschen erklären, weil nicht alle da drin sind. Es geht um eine Urheberrechtsrichtlinie auf der europäischen Ebene. Diese europäische Richtlinie hat zum Ziel, dass Künstlerinnen und Künstler, deren Leben sich natürlich auch sehr verändert hat durchs Netz, besser entlohnt werden für ihre kreativen Werke. Das ist der Inhalt dieser Richtlinie und die umfasst, ich weiß nicht, ich glaube ungefähr 30 Artikel. Da steht ganz, ganz viel drin, was auch sehr wichtig ist. Zum Beispiel, dass die Wissenschaft weiterhin das Internet auch nutzen kann, ohne dass sie dafür was bezahlen müssen. Zum Beispiel, dass sie ein digitales Erbe bekommen von Werken, die man nirgendwo sonst mehr bekommt. Zum Beispiel, dass Künstlerinnen und Künstler überhaupt erstmal einen Anspruch darauf bekommen, zu erfahren, was mit ihren Werken überhaupt passiert. All das sind Sachen, die da drinstehen. Und dann gibt es eben diesen Artikel 13, der jetzt 17 heißt. In dem steht drin, im Grunde genommen, dass die Plattformen, YouTube zum Beispiel, haften müssen, wenn bei ihnen urheberrechtsgeschützte Inhalte hochgeladen werden. Und das ist ja vom Ziel her sehr vernünftig. Es ist nur leider so ausgestaltet, dass man ohne sogenannte Upload-Filter, vielleicht haben Sie das Thema alle schon mal gehört, schwer auskommen wird. Wahrscheinlich gar nicht. Jetzt ist es allerdings so, dass wenn man sich diese Artikel sehr genau durchliest, da eine ganze Menge Punkte sind, womit man auf diese Befürchtungen reagieren kann. Also es steht zum Beispiel nicht drin, dass die bei Todesstrafe alle Copyright-geschützten Inhalte blockieren müssen, sondern es steht drin, in der englischen Version heißt es Best Efforts. Sie müssen alle Anstrengungen unternehmen, die sie können, um das zu tun. Das heißt, wenn Ihnen auch mal was durchrutscht, dann kann man das auch hinnehmen. Wir kennen das vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Sorry, das ist jetzt ein bisschen speziell. Aber es beschäftigt gerade die jungen Leute sehr. Wir haben einen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz da drin. Aber vor allem. Und diese Upload-Filter können auch verschiedene Folgen haben. Die müssen nicht immer blockieren, die können zum Beispiel auch Rechteinhaber nur benachrichtigen. Für mich das Wichtigste ist, dass in dieser Richtlinie auch drin steht, dass nicht urheberrechtlich geschützte Werke auch hochgeladen werden dürfen. Und dass sowas wie Parodien und Satire und so weiter auch nicht geblockt werden darf. Und deswegen werde ich darauf achten, dass immer dann, wenn ein Zweifelsfall besteht, erstmal hochgeladen wird und dann erst gecheckt wird. Und eben nicht gleich blockiert wird. Denn das ist die große Sorge der jungen Leute. Auch bei Twitch wird sich das Problem eher weniger stellen, weil das fast alles Inhalte sind, für die man Pauschallizenzen abschließen kann. Aber bei den Livestreams ist das tatsächlich so. Aber wenn man das so umsetzt, diesen Vorwürfen auch entgegentritt. Jawohl, ich würde sagen, Frage beantwortet. Ja, super, die Seed kann. Ja, jetzt, meine Damen und Herren, sind Sie gefragt. Bitte? Sie dürfen sich melden, wenn Sie eine Frage haben. Die dürfen Sie dann auch stellen. Ja, aber Twitch ist doch eine Leistung. Katharina Barley wird die beantworten. Einfach hier zu mir nach oben kommen. Ich komme auch zu Ihnen, wenn Sie nicht so gut zu Fuß sind. Nee, hätte ich nach oben gehen sollen, lieber. Hätte ich das ausführlicher erklären können, die Frage, die ich eigentlich so stellen wollte. Also die Frage, die ich habe, ist, was diese Grundrente betrifft. Was ist mit den Leuten, die jetzt in Grundrente sind? Ich habe das schon öfter gesagt, ich habe eine Bekannte, die ist 88 Jahre, ist in Grundrente und versucht jetzt in irgendeinem Pflegeheim unterzukommen und sie wird immer abgelehnt mit der Begründung, ja, ihre Grundrente, das können Sie vergessen, gehen Sie mal wieder nach Hause. Was ist also mit den Leuten, die jetzt in Grundrente sind? Das ist eine gute Frage, weil normalerweise ist es so, dass bei der Rente immer alle Entscheidungen wollen wir gleich rüber zu Herrn Frankmann mal Hallo sagen. Das ist manchmal sehr unangenehm, auch für uns in der Herr Frankmann, Politik. Wir haben von der Demo. Bei der Erwerbsminderung das wird auch ganz viel verbessert. Das gilt dann aber nur für die Leute, die neu in die Erwerbsminderungsrente kommen, weil man sonst alle möglichen rückwirkenden Entscheidungen neu fällen müsste. Bei der Grundrente ist es anders. Bei der Grundrente wird es tatsächlich so sein, dass das alle Menschen erfasst, die
Mit Artikel 13 Frage wurde Zeit beantwortet. Entweder gearbeitet oder weniger. Kindererziehungszeiten haben oder Pflegezeiten haben. Alle die so richtig, werden auch rückwirkend erfasst und werden auch dieses Bürgerrente bekommen. Gut. Eine weitere Meldung? Herr Frank, Mann. Kommen Sie ruhig zu uns. Gehen Sie nach vorne. Ja, schönen guten Tag, Frau Barley, grüße Sie. Ich habe eine kurze Frage zum Thema Brexit. Und zwar kann ich als Otto-Normalverbraucher nicht so ganz nachvollziehen, warum wir uns von den Briten oder von den Engländern jetzt in der Situation aktuell so auf der Nase rumtanzen lassen. Wir haben also jetzt hier einen Prozess, der geht über mehrere Jahre mittlerweile. Bei der meiner Frage ist mein und Zwim abgekratzt. Haben jetzt ein Szenario, wo dieses ganze Brexit-Thema wieder verlängert wurde. Richtig, bitte. Und ich bin der festen Überzeugung, die Engländer wollten damals eigentlich schon nicht, deswegen haben sie den Euro auch nicht. Und wir lassen uns jetzt nach und nach von denen auf der Nase rumtanzen. Warum nehmen wir das nicht einfach so hin? Die wollen raus und dann lassen sie doch gehen. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Ja, da treffen Sie mir natürlich einen ganz, ganz wunden Punkt. Also die wollten immer noch, die wollten ja eigentlich noch nie, das stimmt nicht ganz, es gab nämlich schon mal ein Referendum in dem Vereinigten Königreich und das ist pro Europäische Union ausgegangen. Ich habe jetzt die Jahreszahl nicht mehr ganz genau im Kopf. Ist aber schon eine Weile her. Der Brexit, das fällt mir echt auch selber schwer, dafür jetzt noch viel Verständnis aufzubringen. Vielleicht muss man erst mal sagen, der Brexit ist überhaupt nur zustande gekommen, weil da ein paar Leute sehr unverantwortlich gehandelt haben. Der Cameron, der damals Ministerpräsident war, hat das als Wahlversprechen abgegeben, weil er glaubte, er würde zusammen mit den Liberalen weiter regieren und die Liberalen wollten es auf keinen Fall. Sprich, er hat es versprochen und hat geglaubt, er muss es nachher nicht einlösen. Dumm gelaufen, er hat dann alleine regiert und musste es einlösen. Der ist eigentlich mehr ein Brexit-Typ gewesen, aber weil er verantwortungsvoller Ministerpräsident sein wollte, hat er gesagt, er stimmt für Remain. Boris Johnson, früher Londoner Bürgermeister, wäre eigentlich ein typischer Remainer gewesen, hat aber gesagt, weil er gegen Cameron sein will, macht er auf Brexit. Also die ganze Geschichte ist schon ziemlich gaga. Jetzt ist es so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Ich habe damals, ehrlich gesagt, schon vor 2,5 Jahren, fast 3 Jahren gesagt, eigentlich bräuchte man auf jeden Fall ein zweites Referendum. Da war das ganze Chaos noch nicht. Warum? Keiner wusste ja, was heißt eigentlich aus der Europäischen Union rausgehen. Wusste ja keiner, ist noch nie passiert. Und dann zu sagen, okay, ihr habt jetzt diese Entscheidung getroffen, finden wir nicht toll, aber müssen wir akzeptieren. Jetzt verhandeln wir und dann entscheidet ihr nochmal, ist das wirklich das, was ihr wollt? Wenn man weiß, was es genau ist. Die britische Premierministerin hat sich sehr anders entschieden und das muss man ihr leider sehr vorwerfen. Ich habe sie eine ganze Zeit lang verteidigt, weil sie wollte ja nicht raus, sie war für Remain. Aber sie hat das ziemlich versemmelt, muss man sagen. Sie hat total auf Zeit gesetzt, hat auch mit niemandem gesprochen, also auch nicht mit Labour, auch nicht mit den Gewerkschaften. Irgendwie hat sie halt versucht, das alleine zu managen. Und hat darauf gesetzt, wenn der Zeitdruck groß genug wird, dann wird es schon. Und das ist eben die fatale Fehleinschätzung. Der Zeitdruck hat es überhaupt nicht gebracht. Wir sind auf die Klippe zugesteuert, ein bisschen wie dieser James Dean-Film, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ne? Alle fahren mit Vollgas auf die Klippe zu und wer als letztes rausspringt, hat gewonnen. Ich hätte vor 3 Wochen noch nicht für möglich gehalten, dass wir diese Frist noch mal so weit verlängern. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, weil ich die Idee, dass die an der Europawahl teilnehmen, für ziemlich irre halte. Aber wenn sie nicht zufällig vorher noch mal diesen Vertrag annehmen, wovon ich nicht ausgehe, dann werden sie an der Europawahl teilnehmen. Die Labour-Kollegen, das hat Jens Geier, mein Gruppenchef sozusagen im Europäischen Parlament, gesagt, die Labour-Kollegen sagen wohl schon, das war auch das Ende des Brexit. Der wird am Ende nicht kommen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube nur so oder so, ganz egal welches Szenario wir am Ende haben, dieser ganze Vorgang hat unendlich viel Schaden angerichtet. Ich kenne die britische Gesellschaft wirklich gut. Und das ist so eine tolle, friedliche, vielfältige, gelassene, tolerante Welt. Und dieses Land ist nicht mehr wiederzuerkennen. Und deswegen sage ich, das ist so ein mahnendes Beispiel. Wir dürfen wirklich nicht zulassen, dass noch irgendwo auf diesem Kontinent, in dieser Europäischen Union, Leute
so etwas hinbekommen. Zu zündeln, mit Populismus, mit den Ängsten der Menschen zu spielen und dann am Ende so einen Scherbenhaufen zu hinterlassen. Was am Ende beim Brexit rauskommt, kann ich selber jetzt nicht sagen. Es wird, glaube ich, jetzt entweder einen geordneten Brexit geben oder sie bleiben am Ende doch drin. Ich glaube, mit der langen Frist ist die Gefahr des harten Brexit wirklich deutlich kleiner geworden. Ich hoffe, dass man das britische Volk nochmal fragt, weil anders geht es nicht. Die Politiker kriegen es dann nicht hin. Gut, gibt es noch weitere Wortmeldungen, Fragen? Ja, dann kommen Sie zu uns. So. Warum auch immer. Ja, gerne. Ach so, halt. Okay. Frau Barley, ich habe noch mal eine Frage hinsichtlich der Grundrente. Das ist ja wirklich ein ganz interessantes und möglicherweise auch in Zukunft trächtiges Modell. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen um die Finanzierung. Wenn ich mir so den gesellschaftlichen Wandel jetzt so angucke, demografischer Wandel, immer mehr ältere Menschen, immer weniger Jüngere. Also ist denn dieses Modell von dem Herrn Heil, ist das denn gegenfinanziert oder bewegen wir uns, was die Sozialabgaben da jetzt betrifft, schon so auf die 20%, 21%, 22%-Grenze? Also ich fürchte nur, dass möglicherweise die Geschichte nicht so ganz gegenfinanziert ist, obwohl ich das Modell sehr, sehr positiv empfinde. Ja, danke für die Frage. Also wir haben das rechnen lassen, Robertus Heil hat das rechnen lassen und es ist so einstelliger Milliardenbetrag so im mittleren oberen Segment. Das ist so das, was man schätzt. Ganz genau ist das immer sehr schwer zu sagen. Natürlich ist sowas am Ende des Tages immer eine Frage der Prioritätensetzung. Wir wollen es natürlich aus Steuern finanzieren, das ist ganz klar, weil wir sagen, das sind eben gerade Zeiten, für die nicht in die Rentenversicherung einbezahlt worden ist. Ich finde, den Fehler hat man bei der Mütterrente gemacht, den aus der Rentenversicherung zu bezahlen. Da bezahlen halt die Beitragszahler, obwohl das eigentlich aus den Steuermitteln bezahlt werden müsste. Aber am Ende des Tages ist es, wie gesagt, eine Frage der Prioritäten. Also wenn ich jetzt nochmal sage, NATO-2%-Ziel, da reden wir von Mehrausgaben von 80 Milliarden Euro, wenn wir das erreichen wollen. Also wenn wir 2% unseres Bruttosozialproduktes für Verteidigung oder Rüstung ausgeben wollen. Das ist ja das, was die CDU-CSU und auch die FDP richtig halten. Das sind 80 Milliarden. Für die Grundrente brauchen wir etwa 8. Und ich finde, das ist dann wirklich eine Frage der Prioritätensetzung. Ich finde, als allererstes müssen wir gewährleisten, dass Menschen in unserem Land, die ja ihren Teil dazu beigetragen haben, deswegen finde ich das mit den Generationen immer so ein bisschen schwierig, die haben ja ihren Anteil geleistet daran, dass es uns gut geht hier. Die haben ihren Teil getan und die, finde ich, müssen auch ihren Teil zurückbekommen. Ja, also wie gesagt, ich sehe das Problem in der Nicht-Gegenfinanzierung. Diejenigen, die in die Sozialkassen einzahlen, haben ihr Leben lang gearbeitet und haben entsprechend eingezahlt. Und dann kommt am Ende des Arbeitslebens etwas zurück. Und bei der Grundrente haben wir dieses Modell ja nicht. Also ich sage mal, das klassische Modell des Generationenvertrages wird da ja aufgelöst. Ja, das sehe ich grundsätzlich als Problem an. Also vielleicht gibt es eine Lösung. Nee, ich verstehe genau, was Sie meinen. Aber der Punkt ist ja, es ist ja nicht nur Erwerbstätigkeit, die ein Dienst an unserem Gemeinwesen ist, sondern Kinder zu erziehen ist das ja auch. Oder ältere Menschen zu pflegen ist auch ein Dienst an unserem Gemeinwesen. Und deswegen ist es für uns eben wichtig, dass man natürlich die Lebensleistung anschaut. Es ist ja nicht so, dass es gar keine Voraussetzungen unterliegt, diese Grundrente. Wir wollen schon diese 30 Jahre erreichen. Aber dass man dann auch sagt, wir berücksichtigen auch den Menschen, weil sie Kinder erzogen haben und da auch eben Kinderbetreuungsmöglichkeiten gar nicht da waren, weil sie ältere Menschen gepflegt haben, das berücksichtigen wir bei der Frage Lebensleistung. Nicht nur das, was gezahlt wird, ist Lebensleistung, sondern das geht echt noch weit darüber hinaus. Und das, wie gesagt, muss dann auch von der Allgemeinheit getragen werden und nicht von der Sozialversicherung. Ja, da kommen Sie. Ja. Ja, gut. Ja, also mein Name ist Wolfgang Leute, ich komme aus Bergisch Gladbach. Meine Tochter wohnt in Duisburg.
Und wir sind gemeinsam zur Veranstaltung gegangen und ich finde also das ganz wichtig, dass Europa gestärkt wird. Aber wir hatten eines Problem, das muss man ja wirklich lösen. Also 15, 16 war ja die große Flüchtlingswelle. Die ist jetzt etwas abgeflacht, aber latent ist ja da die Grenze. Wir können jederzeit wieder aufhören, es gibt eine neue Route. Was noch nicht geklärt ist, ich verstehe nicht, warum Europa nicht in der Lage ist, tatsächlich diese Quoten durchzusetzen. Das muss doch möglich sein. Also weil es ist doch ein Geben und ein Nehmen. Und der eben, sagen wir mal, nichts gibt, sprich niemand nimmt, der kriegt nichts mehr. Warum ist das so schwierig? Ich verstehe es nicht. Dann ist schneller weg. Ja. Das muss doch endlich mal in die Praxis umgesetzt werden. Ja, vielen Dank. Bleiben Sie ruhig hier. Ich mag lieber mit Ihnen. Danke. Also das ist eine ganz wichtige Frage und die kriege ich natürlich noch, ganz, ganz oft gestellt. Meine Antwort darauf beginnt damit, dass wir nicht erst seit 2015 Menschen im Mittelmeer ertrinken sehen und auch nicht erst seit 2015 Flüchtlinge in Europa haben. Meine Frage zu Artikel 13 wurde bereits beantwortet. Sondern schon sehr viel länger. Ich weiß das zufällig aus beruflichem Kontext, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, das war 1994. Das ist 25 Jahre her. So lange ertrinken Menschen. Ich wusste aber nicht, dass man nach vorne gehen kann und die Frage stellen kann. Kai, was schreibst du? Wir haben Italien damit alleine gelassen, wir haben Spanien damit alleine gelassen, wir haben Griechenland damit alleine gelassen, vor allen Dingen Griechenland. Und die Europäische Union hat sich ehrlich gesagt nicht viel dafür interessiert und wir hier in Deutschland haben uns auch nicht dafür interessiert. Und die Europäische Union hat diesen Ländern keinen einzigen Euro gegeben, dafür, dass die sich um diese Flüchtlinge kümmern. Keinen einzigen Euro. Und dann kam die Finanzkrise 2008 und dann ist genau diesen Ländern gerne, Björn, kein Ding, noch der Hals zugehalten worden, finanziell. Und dann kommt 2015 und die Flüchtlinge kommen zu uns. War eben nicht zu sehr DC'd. Und dann sagen alle, europäische Solidarität, wo ist sie denn? Und so kann Solidarität nicht funktionieren. Man muss Solidarität erst auch geben, wenn andere sie brauchen, dann bekommt man sie auch, wenn man selber sie braucht. Und das ist eben nicht passiert. Diese Länder waren immer alleine damit. Und deswegen, das muss man auch, wenn man jetzt da fassungslos davor steht und sagt, warum lassen die denn die Schiffe nicht mit den paar Leuten in die Häfen? Dann ist der Grund dafür, dass die seit Jahrzehnten immer dieselben Länder diese Flüchtlinge aufnehmen und die anderen Länder nicht aufnehmen. Es gibt aber Lösungen. Es gibt eine Lösung, die hat Gesine Schwan von der SPD entwickelt, die hat übrigens Emmanuel Macron jetzt übernommen und die lautet folgendermaßen: Fragt nicht die Regierung, sondern fragt die Menschen vor Ort. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, Sie kennen das wahrscheinlich alle. Ich komme, wie gesagt, aus Rheinland-Pfalz, kleine Moseldörfer, Winzerdörfer, sehr, sehr konservativ. Aber auch da finden Sie ganz hilfsbereite Menschen. Kleine Dörfer, die sagen bei uns, der Gasthof, der steht schon so lange leer, da könnten wunderbar zwei Familien unterkommen. Wir haben auch noch Platz bei uns in dem Kindergarten und Arbeit finden wir auch noch für zwei Familien. Sie finden diese Hilfsbereitschaft überall. Wenn man jetzt also andersrum als bisher, dass man nicht sagt, wir gucken jetzt mal hier von oben, da können wir 10.000 hinschicken und da und da und da, sondern wenn man umgekehrt fragt, wer kann denn aufnehmen? Und den Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen, natürlich die Kosten erstattet und noch ein bisschen was obendrauf, damit die noch was haben für ihre eigene Gemeinde, dann ist das so sicher wie das Amen in der Kirche, dass wir dieses Problem lösen. Ich nehme mal ein Beispiel. In Polen, Sie wissen alle, in Polen nimmt keiner, will keine Flüchtlinge auf. In Polen sind offiziell die 14 größten Städte bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob Sie sich alle an dieses schreckliche Attentat auf den Danziger Oberbürgermeister erinnern, das Messerattentat, der gestorben ist dabei. Der war einer von denen. Er sagt dann, na klar, nehmen wir welche. Wenn Sie das schon in Polen finden, dann werden Sie das in allen Ländern finden. Und die an die wirklich dahin zu gehen, wo eine Offenheit besteht und dann auch zu sagen, wir entschädigen euch für die Kosten, die ihr habt und wir geben euch noch was obendrauf, ein europäischer Flüchtlingsfonds, so hat Gesine Schwan das genannt. Mit Macron haben wir das schon Mitstreiter. Das wäre aus meiner Sicht der beste Weg, das zu lösen. Ja, der nächste Herr kommt zu uns. Ja. Mein Name ist Rolf Schwenk, ich komme aus Duisburg. Ich hoffe, er wird noch drinnen, wenn er drin will. Eine Bitte.
Vielleicht versuchen Sie mal in Deutschland bzw. in Europa die Lage ganz abzuschaffen. Ich spreche hier im Namen meiner Tochter, die über 50 Jahre alt ist und keinen Job in Duisburg im Umkreis bis Dortmund findet. Sie ist Kaufmann und Buchhalterin, ja, ist überqualifiziert, bekommt aber keine Arbeit. Und die kommt vor. Sie schreibt im Urlaub über 150 Bewertungen oder Bewerbungen, ist nicht möglich. So. Jetzt bekommt sie leider Arbeit, 3 Monate fliegt sie wieder raus, 3 Monate fliegt sie wieder raus. Und jetzt hat sie 3/4 Jahre keine Arbeit. Und wer bezahlt die Krankenkasse? Aus ihren Ersparnissen muss sie selber die Krankenkasse bezahlen. Jetzt ist kein Geld mehr da, jetzt muss der Vater, ich bin noch Rentner, jetzt muss ich die Krankenkasse bezahlen. Jeden Monat 185 Euro bei der Technikerkasse und die Einlagen für die Rentenversicherung. Jetzt finden Sie mal, ob das in Deutschland gerecht ist, wo für Migranten und so weiter 32 Milliarden zur Verfügung stehen, ist so heiler Jahr. Aber für die deutsche Bevölkerung, für Duisburg, ist es nicht möglich, solchen Menschen zu helfen, weil sie in einer Gemeinschaft lebt, mit ihren Lebensgefährten. Sie muss alles selber bezahlen. Es geht nicht. Das ist meine Bitte, etwas daran zu ändern. Okay, also auch da kann vielleicht Europa die Antwort sein. Denn wenn man sich mal in Europa umschaut, dann gehen andere Länder mit der Leiharbeit anders um als wir. Also in Frankreich zum Beispiel ist es so, da kriegen die Leiharbeitnehmer mehr Gehalt als die Stammbelegschaft. Weil die sagen, die müssen ja flexibel sein. Und wir wollen ja auch die Leiharbeit überhaupt nur für die Fälle haben, wo wirklich unvorhergesehen mal so eine Auftragsspitze kommt. Wir wollen das ja auf keinen Fall als Ersatz für normale Arbeit und haben da ja auch gesetzgeberisch schon was gemacht. Aber es wäre in der Tat eine Möglichkeit, wenn wir es schaffen, dieses soziale Europa zu schaffen, dass es auch für die Menschen da ist und nicht nur für die Wirtschaft. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit sagen. Also wenn wir auch da zu gemeinsamen Standards kommen könnten, dass wir dann auch von den anderen Ländern was lernen, da wo sie es besser machen. Und ich finde, Frankreich macht es in dem Punkt Leiharbeit deutlich besser als wir. Da könnte man dann dran anknüpfen. Danke. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt keine Dame bin, geht halt nicht anders. Und ich wollte auch nochmal auf das Thema Uploadfilter zurückkommen. Jetzt muss man nicht von vorne anfangen, weil eben hat es schon gesagt. Aber Sie hatten gesagt, dass die Filter ja nicht nur blockieren können, sondern halt auch Content, der geschützt ist, erkennen und dann kann der Urheber informiert und kann dann entscheiden. Das ist halt der Status quo. Das haben wir jetzt schon. In Zukunft, ja, okay, aber das ist eine Funktion, die jetzt schon da ist. In Zukunft geht es ja darum, das ist der Hintergrund der Rechteverwerter, dass nur noch lizenzierter Content halt abgeloadet werden kann, weil die Plattformen stehen halt in der Verantwortung und die wollen natürlich sicher sein, dass sie keine Strafen zahlen, insofern lizenzierter Content abgeloadet werden wird. Es ist aber so, ganz viele haben überhaupt kein Interesse an Lizenzierung. Der ganze Artikel 13, die Reform, so wie sie jetzt aufgebaut ist, zielt nur darauf ab, dass Inhalte lizenziert werden und all die, die das überhaupt nicht wollen, die ganz andere Geschäftsmodelle haben, die ihre Sachen verschenken wollen, Stichwort Live war eben schon, aber auch ansonsten die Sachen verschenken wollen, werden überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt, dieser Einfluss dieser Richtlinie auf zukünftige Geschäftsmodelle ist massiv. Das wird leider völlig ignoriert und das ist ja das, warum die Leute auf die Straße gehen. Warum wird das halt gemacht? Aber auch das Problem kann man ja lösen. Also man kann ja, wenn man einen Content hochlädt, das kann man ja, es wird jetzt ein bisschen eine Fachdiskussion bei YouTube ja jetzt schon machen mit der Content-ID, dass man sehr viel selber auch bestimmt, was man will und was man nicht will. Und es besteht ja die Möglichkeit, dass man bei jedem Upload das selber auch festlegt. Das könnte man dann auch ganz individuell machen, dass man zum Beispiel sagt, die ersten 10.000 Uploads sollen kostenfrei sein, erst darüber will ich was verdienen oder so weiter. Und es muss auch nicht immer die typische Lizenzierung zum Beispiel über Verwertungsgesellschaften oder sowas sein, sondern auch da ist es möglich, diejenigen, also vielleicht sollten wir uns, wir kennen uns schon von der letzten Veranstaltung, vielleicht sollten wir uns mal zusammensetzen. Ich habe mich schon mit ganz vielen Experten zusammengesetzt. Mir schwebt tatsächlich etwas vor, was quasi umgekehrtes Crowdfunding ist. Also man will erreichen, dass diejenigen eine Ansprechstelle gegenüber den Plattformen haben. Man hat aber sehr unterschiedliche Leute da drin, die auch was Unterschiedliches wollen. Und dass man im Grunde genommen, wie man das hinkriegt, darüber muss man reden. Ich habe auch schon mit vielen darüber geredet. Aber dass man eine Lösung findet, die eben keine Verwertungsgesellschaft ist, sondern eine Selbstorganisation, wo eben jeder mit seinem eigenen Modell drin sein kann.
und wo man aber jemanden hat, der das dann gegenüber den Lizenz, gegenüber den Plattformen auch vertritt. Das ist technisch absolut machbar und es wäre ein Weg, dass man Interessen vertreten kann, ohne dass man über die klassischen Verwertungsgesellschaften gehen muss. Denn das wollen viele nicht, das weiß ich auch. Auch weil die ja so strukturiert sind, wie sie strukturiert sind. Aber es gibt Möglichkeiten, das auch anders hinzukriegen. Ja, dann müsst ihr aber eingesetzt werden, die Möglichkeit, die anderen. Ja, hört sich nach einer Idee an. Das Problem ist nur, das steckt halt in dieser Richtlinie nicht drin. Das lässt sich auch nicht umsetzen. Sie kandidieren jetzt für das nächste Parlament. Also, ich finde eine fantastische Idee zu sagen, jetzt hier einen Break machen. Es gibt 8 Länder im Moment, die die Richtlinie ablehnen, weil sie sagen, sie sind nicht ausgewogen. Es hängt also an Deutschland, es steht auf des Messers Schneide im Moment. Es liegt auch sehr viel bei Ihnen. Wenn Sie sagen, nein, so wie es jetzt ist, ist falsch. Sie haben dort einen Vorschlag gemacht. Lassen Sie es im nächsten Parlament richtig machen. Einfach nochmal von vorne anfangen und wirklich eine ausgewogene Urheberrechtsrichtlinie machen. Weil wenn sie jetzt verabschiedet wird, und es hängt, wie gesagt, um seinen Faden und es hängt an Deutschland, wird es die nächsten 10 Jahre, schätzungsweise, vielleicht 6, 7, 8, keine Ahnung, werden wir mit einer Krücke leben müssen und es wird einen massiven Einfluss haben, negativen Einfluss. Naja, das Ding ist halt, man kann im Ministerrat nicht eine Vorschrift rauskicken. Ja, muss ich sagen. Ich habe das ja versucht. Ich hab ja den Artikel 13 verändert, wirklich unter körperlichen Schmerzen und in Kaufnahme von gewissen Beschimpfungen diese Ausnahme für Startups reinverhandelt, die auch nicht weit genug geht, weiß ich aber immerhin. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Beschwerdemechanismus, all die Sachen haben wir ja drin. Am Ende des Tages habe ich versucht, den 13 noch rauszukicken. Über die komplette Bundesregierung. Ist gescheitert. Die Unionsseite wollte das nicht. Deswegen ist das ja auch so heuchlerisch, dass die jetzt so tun, als wären sie, hätten sie die richtige Lösung. Die hätte man auf europäischer Ebene finden müssen. Der Punkt ist nur, am Ende des Tages ist die Frage, ich finde Artikel 13 falsch, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, 11 ist auch Murks, aber der wird nicht so viel Schaden anrichten. Nur, Sie haben diese komplette Richtlinie und da frage ich mich, Sie werden viele Jahre brauchen, um eine komplette Richtlinie neu zu stricken, aber Sie werden nicht 4 Jahre brauchen, um einen Artikel, der in die falsche Richtung läuft, zu ändern. Und das ist für mich die Abwägung, zu sagen, es ist. Denn die anderen stehen einem auch in den Füßen und auch zu Recht. Die Künstlerinnen und Künstler, die sagen, wir können, wenn das so weitergeht, von unserer Kunst nicht mehr leben. Ich finde, dass Kunst und Kultur einen ganz wichtigen Baustein unserer Gesellschaft bildet und auch diese Sache muss man ernst nehmen. Wie groß das wirklich ist, das wird nicht gesehen, wie groß das ist. Artikel 12 können wir auch drüber reden und dann glaube ich, weil es nicht alle verstehen, aber ich sage es nur einen Satz dazu. Artikel 12 heißt, die Autoren kriegen etwas weniger und die Verlage kriegen etwas mehr. Aber ich habe ja nun tausende Gespräche dazu geführt. Und das können Sie mir jetzt glauben oder nicht, aber es sind wirklich dort die Autoren gewesen, die gesagt haben, ich weiß das. Mir ist das völlig bewusst. Aber ich kann, vor allen Dingen diejenigen, die bei kleinen, zum Beispiel bei Wissenschaftsverlagen sind, ich kann ohne diesen Verlag nicht. Und mir ist bewusst, dass wenn ich einen Teil auch da dem Verlag abgebe, dass das auch am Ende des Tages mein Überleben sichert. Es gibt auch Autoren, die das anders sehen, die sich auch öffentlich zu Wort melden. Das sehe ich auch ein. Aber im Laufe der Diskussion war es tatsächlich so, dass die Autoren auch sagten, wir brauchen die Verlage, gerade diese kleinen. Wir können ja dann hier nochmal. Da sind wir dabei. Diese Diskussion wird dann an anderer Stelle noch fortgesetzt, die sehr, sehr speziell geworden ist. Okay. Aber man muss ja auch manchmal ins Detail gehen. Da haben wir den nächsten Frage. Ja. Hallo Katharina, ich habe eine Frage. Und zwar, du hast dich jetzt entschieden, für Deutschland, für Europa hier nach Brüssel zu gehen. Was in der deutschen Bevölkerung, glaube ich, ja irgendwie als Kritik an Brüssel aufgefasst wird, ist, dass hier eigentlich eine ziemlich große Intransparenz herrscht, was überhaupt in Brüssel gemacht wird. Da sind 33.000 Beamte, Beamtinnen und wir verstehen eigentlich gar nicht, wie es manche zu unseren Entscheidungen kommen. Welchen Einfluss kannst du zum Beispiel demnächst in Brüssel machen, um mehr Transparenz für die Bevölkerung? Und was machen wir? Hier bleiben oder? Ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir können auch nicht dann
Also das Europäische Parlament weiß nicht, ob das ist eigentlich sehr so viel Interesse im Chat besteht, denke ich, auch nicht. Also da kann man, wir dann jetzt das ist alles öffentlich, auch die Ausschusssitzungen. Ja, Herr Frankfurt, wir gleich nochmal reden mit der. Es wäre natürlich nice, wenn man die, das mit drauf hätte, aber Nachweise, es ist eigentlich kann wahrscheinlich noch dauern, vermute ich mal. Das ist das Problem. Der Rat. Also da, die ich würde sagen, wir gehen lieber nochmal zu Herrn Frankfurt und sagen mal Hi. Reden mit ihm lieber nochmal darüber. Genau, ist, dass wir jetzt hier die Fragen durchrottern, die eigentlich nicht mehr für uns interessant sind. Mehr oder vorher auch live interviewt werden. Aber offiziell ist es halt nicht transparent. Und da kann man noch sehr, sehr viel tun. Überhaupt kann man sagen, ist Europa da manchmal viel besser als, als die Nationalstaaten. Wir haben zum Beispiel auch eine europäische Bürgerinitiative. 15 Uhr, ja, das ist jetzt schon aus. Also, ja. Möglicherweise geben. Also das sind Sachen, ich hab nicht mehr die Europa sogar schon weiter ist. Ich glaube, das Problem ist eher, dass darüber keiner berichtet. Also dass man das einfach nicht erfährt. Weil Europa bei ganz vielen Leuten, auch bei ganz vielen Medien, überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm ist. Und das würde ich sehr gerne ändern. Quasi nach der Veranstaltung. Ich glaube, das kann man ändern, zum Beispiel über die Social-Media-Kanäle, dass jetzt man viel mehr berichtet unbedingt hier sitzen bleiben, weil ich werde natürlich auch sowieso ganz viele Leute da, die das so schon interessiert im Chat, im Stream. Und, aber ich glaube, es ist vielleicht gehen wir lieber zu ihm, interviewen ihn noch kurz mit der Marke oder quasi reden mit ihm im Stream darüber. Das wird jetzt hier ganz, ganz vieles besser als ihr. Ja, weil der gefragt hat, wie sie mich ja, danke sehr. Und noch jemand im Publikum, der noch eine Frage stellen möchte? Wir dann kommen Sie kommen auch. Ah, na, hier ist ja ehemaligen Treffen schon. Ich habe die beiden Herrschaften, den Rainer und ihn hier auch erst heute kennengelernt. Aber ich fange mich an. Hier drauf drücken? Also, mein Name ist Markus, bin fast 45 Jahre alt, muss auch sagen, offen, zurzeit Hartz-IV-Empfänger. Ich habe die Erfahrung im Rahmen meiner Bewerbungsaktivitäten, dass ich schon die Argumentation kriege, dass ich zu teuer bin. Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann aus der Lebensmittelbranche, aber auch zwischenzeitlich im Sicherheitsbereich gearbeitet, kann ihn aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. Meine Frage ist jetzt allgemein, das Thema auch jetzt Mindestlohn. Es wird immer gesagt, 12 Euro Mindestlohn. Ich habe die Erfahrung im Rahmen meiner Bewerbungsaktivitäten gemacht, dass man sagt, wenn wir den Mindestlohn angehoben kriegen, werden die Leute entlassen. Oder nur Zeitarbeitsverträge oder Leiharbeiter. Also da finde ich nicht korrekt, da müsste auch die Politik was in der Hinsicht machen. Weil ich finde 12 Euro ist schon wenig. Also ich habe am Tag 8 Euro zu leben, verteilt auf 3 Mahlzeiten, dann wissen Sie, wie das man arbeiten muss. Und man sagt immer, wer arbeiten will, findet Arbeit, aber arbeiten muss sich auch lohnen. Also das 12 Euro zu viel ist, das sagen natürlich also die Wirtschaftsvertreter, das ist ja klar. Wo ist denn die Losteria gleich eigentlich? Die ist so im Hafen. Aber wir haben die ganze Diskussion ja schon mal geführt beim Thema, als der Mindestlohn mit Bahn oder was? Wurde. Da haben ja alle gesagt 8,50 Euro. Da machen entweder die Unternehmen alle pleite oder sie gehen alle ins Ausland. Passiert ist das Gegenteil. Es ist praktisch niemand weggegangen deswegen und der Wirtschaft geht es nach wie vor blendend. Und auch da haben manche echt ein anderes Verständnis. Ich war ja auch mal 6 Monate geschäftsführende Arbeitsministerin und dann habe ich mal den Bericht von diesen Wirtschaftsweisen mit entgegengenommen. Ne? Diese alten, nein, oh Gott, das soll ich jetzt nicht sagen. Entschuldigung. Die weisen Männer. Genau. Die alten Männer. Und dann war noch ein bisschen Zeit und wir standen da rum. Und dann habe ich die, dann haben wir diskutiert. Ich würde sagen, wir machen den Stream an dieser Stelle aus. Sagen Sie mal Mindestlohn und so. Können wir uns denn wenigstens darauf einigen, dass es ein Ziel sein muss, dass jeder von seiner Ich gehe ja noch mit, wenn man sagt, naja, das braucht noch ein bisschen. Aber dass wir dieses gemeinsame Ziel wenigstens haben. So, Leute, danke ich habe mit 3 dieser Wirtschaftsweisen wenigstens quasi 2 Artikel 13 davon haben Fragen 2 gestellt. Betreten, geschwiegen. Das heißt gar nichts. Einer hat gesagt, ja. Ja, sie wiegt zwischen der Gesamturheberrechtsreform zu sagen, und Artikel 13. Ja, es muss doch unser gemeinsames Ziel sein, dass jemand, der Vollzeit arbeitet, also lieber davon auch leben kann. Komplette Jobs und wenn zerstören, so die Diskussion geführt wird,
Ja gut. Dann kommen wir nie zum sozialen Europa und auch nie zu einem sozialen Deutschland. Wir müssen schon den Anspruch formulieren, wer hier den ganzen hier, Tag arbeitet, der mal, muss auch auf dem davon leben können und darf nicht zum sozialen. Chillen wir jetzt, wir gehen noch essen, wir chillen noch ein bisschen. Und wenn man, danke, dass ihr dabei wart. Und wenn man jetzt längere Zeit schon arbeitslos war, dann gibt es ja ganz viele Möglichkeiten über Lohnkostenzuschüsse und so weiter. Ja. Da kriegen wir ja auch noch mal ganz viele neue Mechanismen jetzt. Ich hoffe es sehr. Da muss man anders rangehen. Das geht dann am Ende, hat dann mit dem Mindestlohnthema am Ende des Tages nicht so viel zu tun, sondern da muss man zusehen. Wenn die es wäre ja wahrscheinlich Leiten, so, wenn du einmal wieder drin bist ob die und dich dann sozusagen kannst, Backups machen dann von den europäischen Inhalten und ist die Hoffnung ja groß und die Chance auch groß, dann bleiben sie und auch nicht mehr wiederhergestellt werden. Das da schön einhalten. Ja, hier ja aber in der auch wenn die Urheberrechtsreform dann ja geändert wird, ob das dann und am Ende der Fußgängerzone kam man mit dem Ausdruck vermutlich nicht, das würde zu lange dauern und wollte die Unterschrift darauf haben. Also der Mann ist gut organisiert und er weiß, wie es geht. Kann ich nur sagen, falls irgendjemand Ja, wie gesagt, gerade erst kennengelernt, aber es hat mich schwer beeindruckt. Und ich glaube, da muss man so vorgehen. Also, dass man, und das wollen wir ja machen, auch jetzt mit noch mehr Instrumenten. Da hat ja Hubertus Hall auch einiges vor. Anderes Thema, also dann noch das Thema, ist indirekt auch Thema Mieterhöhung. Ich hatte Anfang des Jahres, ich muss auch offen sagen, ich stehe zurzeit mit dem Jobcenter auch in einem klaren Verfahren hier am Sozialgericht wegen.